Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, vielleicht finalen Runde. Was? Von Pokémon Nuzlocke. Wird es überrascht? Ich auch. Viel Spaß. Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Pünktlich heute bei Pokémon Nuzlocke. Ich bin müde. Aber. Was machst du sonst immer? Aber voller Elan hier. Uns heil aus der Eishöhle heißt aus der Eishöhle. Ich glaube, das ist die Eishöhle. Die hast du vorher so genannt. Hallo Wirt, schön, dass du da bist. Hallo Ilias, schön, dass du auch hier bist. Und heute spielst du mal, ne? Genau, wir haben ja seit letzter Woche gesagt, dass wir uns immer abwechseln. Ja, nach der 12. Folge oder 14. Ich habe keine Ahnung, wo wir mittlerweile sind. So, Wirt ist diesmal am Co-Pilot-Tisch. Genau, ich bin Jackoff. Bisa-Fans schon aufgemacht. Captain, ich habe Bisa-Fans schon aufgemacht. Captain. Sehr gut, unter dem Hashtag DiamondMon könnt ihr uns auch natürlich wieder Tipps schicken. Wir haben über die letzte Woche auch super viele Einsendungen bekommen, was die Tabelle angeht, diese Elemententabelle. Ich habe die Drehscheibe wieder gefunden. Genau, wir haben glaube ich mittlerweile 7 oder 8 Varianten, wie wir die Elemente nachgucken können. Das ist schrecklich und wiederum gut. Vielen Dank nochmal dafür. Im Forum, das haben wir hier auch auf dem Schirm, könnt ihr natürlich auch posten, im Chat sowieso. Von daher, lass uns gar nicht so viel labern, lass uns direkt hier weitermachen. Und ich sehe schon direkt. Ey, heute ist Waifu Wednesday, das heißt, wenn ihr im Forum seid, könnt ihr auch voten, wer eure Lieblings-Pokémon-Nuzlocke-Waifu ist. Wednesday? Ja, Mann. Waifu Wednesday. Guck dir das mal an. Warte, ich mach mir die Seite kurz auf. Ja, das sind die Pokémon Nuzlocke-Waifus. Da könnt ihr aussuchen. Im Forum gibt's ein Vote, wer eure Lieblings-Waifus. Und vielleicht treffen wir heute auf Sandra. Ich distanziere mich von diesem Vote. Ausdrücklich, möchte ich dazu sagen. Ja, schade. Okay. Wir sehen hier, dass wir mit Gino Plus noch unterwegs sind. Lass uns ganz kurz noch mal einen Blick auf unsere Pokémon werfen. Ey, sobald wir raus sind, direkt zum Friseur, ihm eine neue Frisur geben, damit er uns noch mehr liebt, damit er sich mal weiterentwickelt, der Junge, ey. So, 38 im Level ist er. Mhm. Das ist absurd, weil Level 38, da bekommt er seine Aurasphäre als Lucario. Aber das Gute ist, unser Typ, der die Attacken wieder erlernt, ist in Ebenholz City. Da gehen wir jetzt nämlich gerade hin. So, Ukudil mit Level 38. Und das nervt mich im Moment auch, dass unser Gino Plus und Ukudil stärker sind als unser Dracaris, weil wir die ganze Zeit unsere Ressourcen, unsere Liebe, unsere Kraft, unsere Geduld in Gino reinstecken. Ja, und Gino, langsam aber sicher ist unsere Geduld aufgebraucht. Wir schmeißen dich doch noch raus. Also jetzt mal noch mal ein bisschen in die Lags investieren und zusehen, dass du dich weiterentwickelst, okay? Ja. Vielen Dank. So, wir haben Simonster hier noch. Ja, Level 32, hinkt ein bisschen hinterher. Hat mittlerweile Kaskade gelernt, was wir gefunden hatten. Ja. Sehr gut. Kokai Level 33, da müsste man eigentlich auch noch ein bisschen was investieren. Hm. Und dann haben wir hier den Fighter der Alter, Herzen. Das ist unser Veteran. Das ist Gunnar. Ja, Mann. Gunnar ist am Start. Gunnar will weiter fighten und wir lassen ihn weiter fighten, bis wir ein besseres Pokémon gefunden haben. Da ist er raus. Mhm. So, okay. Haben wir jetzt einen Trümmerer? Ich glaube nicht. Oh, dann haben wir ein Problem. Wollen wir das irgendjemandem beibringen? Willst du Gunnar zum VM-Monster machen? Nee. Könnte er das theoretisch überhaupt? Guck mal, wen wir alles der Trümmerer beibringen können. Nicht, dass wir jetzt irgendwie einen riesen Fehler machen. Wir haben ja zur Not sonst noch ein Fluchtseil, womit wir abhauen können. Ja, aber wir sind schon viel zu weit drin. Das würde ich nicht machen. Oh yeah. That's what? Ilias said. So, ist der Trümmerer. Gino. Jeder könnte das lernen. Gino. Ja, Gino könnte doch mal was lernen. Ja, ne? Ist der Trümmerer stark? Nee, der Trümmerer ist nicht so stark wie. Nee, aber Gino Stärke, hat wirklich gar nichts. Oder? Gino. Zeig mal. Gino hat, glaube ich, noch eine Attacke, die wir nie benutzen. Ja, die können wir ihm ja so lange beibringen. Und dann können wir die vergessen. Schon mal Offenlegung. Ja, also Offenlegung nutzen wir nicht. Und Gino liebt es, neue Attacken zu lernen. Dadurch steigt. Ist das so? Die Liebe, ja. Dann machen wir das jetzt einfach mal und dann lassen wir es ihn wieder vergessen, wenn wir merken, okay, wir haben eine geilere Attacke für ihn. Jetzt muss das Item, was wir da jetzt kriegen, aber auch richtig geil sein. Die haben da gerade geschrieben, wir können auch außen drum vorbei. Nein, wir wollen das Item haben, darum geht's. Jetzt kommt Gino. Gino Smash. Vielleicht können wir auch für das Item außen rum gehen. Nee. Doch. Ewiges Eis? Ist für Eis-Pokémon? Ja, wir hätten auch easy außen rum gehen können. Ja, aber wir wollten das Item haben. Ja, auch. Nein. Auch doch? Nee, hätten wir nicht. Das ist doch. Wir hätten hier hochgehen können, Brudi. Und dann hier runter. Ganz ruhig. Gino hat jetzt was Neues gelernt.
So, okay. Es geht hier so. Waren wir hier schon? Oh, nee. Oh, nee. Get the ball. Ich hoffe, Annette geht es heute wieder ein bisschen besser, weil sie hat ja letztes Mal nicht angerufen. Oh, ist das nervig hier. So, ja, ich hoffe auch. Lawine. That sounds good. So, okay, da können wir... Haben wir Schutz eigentlich verwendet? Ja, ne? Ich glaube, das... Könnte es. Lawine. Oh, nee, doch nicht. Alter, ein starrer Lili. Können wir sowieso nicht fangen. Oh, Hard Gold Soul Silver ist Lawine eine Eisattacke. Ist schon mal gut? Der ist gut. Eisenschweif. Wurde der Angreifer in dieser Runde verletzt, fügt diese Attacke dem Gegner doppelten Schaden zu. Das ist natürlich wieder doof. Müssen wir darauf setzen, dass wir dann angegriffen oder getroffen werden. Mhm. Okay, check mal, was hier so geht. Oh, okay, ich weiß schon. So smart, unser Ilias. Skrrr! So. Viele haben auch geschrieben, ey, warum macht ihr es euch nicht einfach ein bisschen schwerer, indem ihr die Folge ändert? Wir haben ja jetzt immer, dass wenn wir ein Pokémon besiegt haben oder ein neues Pokémon dazukommt, dass wir gefragt werden, okay, ob wir das Pokémon tauschen wollen. Ja. Aber ganz ehrlich, kein Bock. Das ist unser erstes Nuzlocke. Lass uns doch erstmal. Ja. Vielleicht beim nächsten Nuzlocke. Die Spaß. Wir haben einfach keinen Bock. Wir haben einfach Bock, das so zu spielen. Mhm. Es ist unser erstes Mal Pokémon Nuzlocke. Müssen wir jetzt mal langsam rantasten. Vielleicht so wie Gino das gerade macht. Tot. So. Zack, zack, zack. Dead Ilias. Eisen. Oh, das ist dieses... Wollen wir es Gino geben? Das können wir Gino geben, ja. Ey, wir investieren quasi alles gerade ja, in Gino. Ja, wir setzen so viel rein. Stell dir vor, der wird uns verrecken. Und auch so richtig schlecht. Oh Gott, ich seh's schon, ohne Scheiß. Oh Gott. Erhöht die Verteidigungswerte, ja, komm, geben wir Gino. Auch Gino. Gino hat so wenig Verteidigungswerte, der Typ ist nur haut drauf. Müssen wir mal gucken. Eisen oder Metallstahl, wogegen Stahl gut ist. Uns hat jemand auch auf Twitter eine richtig geile Liste geschickt. Ja, aber die Liste bringt nichts, weil da Fee drin ist. Ist nicht für die Generation, die wir spielen. Fee ist nicht dabei, meinst du? Fee ist dabei. Aber hier ist doch auch Fee. Nee, Fee gibt's da noch nicht. Fee ist erst seit Pokémon XY dabei. Sicher? Ja. Echt? Ja, da gab's dann Memes zu, dass dann Feen-Pokémon dann plötzlich stark sind gegen Drachen. Oh. Das ist interessant. Ich kann dir sagen, wogegen Stahl nicht effektiv ist. Ich habe gestern in Schwert und Schild gegen die Fee-Arena-Leiterin gekämpft. Oh, es gibt eine Fee-Arena-Leiterin. Und ich habe das erste Mal in diesem Spiel verloren. Gegen die Fee-Arena-Leiterin. Nuzlocke-Challenge. Protein. Gehen wir das auf, Gino? Proteine. Oh, oh. Ja, heil doch mal Gino vorher. Kannst du dir noch ein Trinken geben? Ich hab gehört. Eine Limo? Ja, der mag Limonade. Oh, wir haben nicht mehr so viel Limo. Ja, das reicht. Das liegt daran, weil wir ein paar Hypertränke haben. Hm? Das liegt daran, weil wir ein paar Hypertränke haben. Wir haben 15 Hypertränke. That's right. Mhm. Protein ist geil für Gino, das würde Gino auch so sagen. Soll ich ihm Protein geben? Ja, gib ihm Proteine. Okay. Erhöht seinen Angriffswert. Ey, es wird ein richtig geiles Lucario, sage ich dir. Ja, wir investieren also wirklich jeden Shit jetzt in dieses Pokémon. Wir bezahlen gerade sein College sozusagen. Vilias, welch eine Überraschung! Das Eis hat meinen Sohlen am Grund festgefroren. Allein bin ich verloren. Verloren gefroren, Len. Das reimt sich sogar. Na gut. Rums! Du hast die einfach mal geschubst. Move, Kimono Girl. Okay.
Wer ist Lyra eigentlich? Das ist doch unsere Nachbarin. Welche Nachbarin? Die Nachbarin in, Neuborkia. Wirklich? Ja. Wenn du den Dude nimmst, dann hast du die beste Freundin als Dudette. Und wenn du die Dudette nimmst, hast du den Dude. Ah, ja, du hast recht. So, ich hab's vergessen. So, wie machen wir das hier? Ja, das war dumm. Pokéball. Fuck. Ja, war schon fast gut. Fuck. Nice. Nice. Skrrr. Ich hab nur auf Paul gewartet, bis du uns wieder zurechtweist. Ist Paul heute in der Regie oder das ist Timo? Paul hätte schon längst gesagt. Okay, es ist David. Alles komm, hier, jetzt verprügeln wir noch ein paar Pokémon. Hundbooster. Und dann entwickelt sich hier unser Gino weiter, sag ich dir. Oder willst du lieber auf Nummer sicher gehen und vorher erstmal hier zum Friseur gehen? Damit er dann extrem viel lieber macht und dann gehen wir in einen random Pokémon-Kampf und besiegen dann ihn, damit er dann levelt. Ist doch nicht effektiv, ne? Da scheiß drauf, Mann. In Gino, wir haben den so vollgepumpt. Ginos Schweif ist einfach. Nein, Liet, geh nicht diesen Weg. Das wollte ich nicht. Ach Gott. Also Gino ist jetzt einfach nur vollgepumpt. Einfach. Oh, wie komme ich denn jetzt da raus? Du, das ist das gleiche nochmal, oder? Nein. Doch. Jetzt ab. Nee. Oh, nee. Jetzt nicht runter. Jetzt. Das ist ein Käfer-Pokémon, das ein Stahl-Pokémon wird? Oder Boden-Pokémon? Nee, das ist ein Boden-Pokémon. Ja, Professor Eich hat ja gesagt, alles ist Stahl. Damn, boy. Okay, komm. Gino! Na, der wird sich nicht entwickeln, Mann. Du musst nur dran glauben. Und ein B. Du Hund! Mann, ey! Der wird erst mit Level 40. Wer ist das? Er ist ein Trainer. Wow, du bist über den Eispfad gekommen. Okay. Das war's? Keine Herausforderung? Ist einfach nur nett. Na gut. Vielleicht abends. Oder ist ein TM-Dude, dachte ich. Ebenholz City. Ein ruhiger Ort in den Bergen. Mhm. Zeig mal, was geht hier so ab? Dragonier ist niedlich, aber ich habe keins. Hast du ein Dragonier? Gegen dein Dodri? Alter, das ist der schlechteste Tausch. Worst den man überhaupt machen kann. Ever. Trump-Meme einfügen. Oh, dein Riolo. Du musst dich mehr anstrengen? Das will ich falsch. Pack jetzt mal, wechsel mal die Position. Pack mal unser Dracaris rein. Ich glaube, Gino liebt uns mit Absicht nicht. Wir behandeln unsere Pokémon nicht gut. Wir haben sie alle scheiße, glaube ich. Glaubst du, Krokai liebt uns? Krokai hat sich weiterentwickelt, sonst würdest du uns nicht lieben. Okay, wir sind scheiße. Ich glaube, dafür musst du die höchste Stufe bekommen. Ja, ich würde mal sagen, wir sind schlechte Poké-Eltern. Chino Plus, okay. Ja, geh mal hier ins Pokémon Center und dann würde ich nach Dukatia City fliegen, oder? Mhm. Es gibt eine ganz bestimmte Sache, die ich mal Pokémon unbedingt beibringen will. Also suche diese Dankenfälle auf und habe seinen Level Fänger. Ja, okay. Die Indigo Plateau. Oh, Indigo Plateau. Wird. Oh ja, bald ist es soweit. Zur Höchstzeit der Arena liegt eine besondere Höhle. Glaubst du, wir schaffen das heute noch? Sabrina? Ach, Sabrina, warum sag ich immer Sabrina? Sandra! Nee, zu Sandra schaffen wir es auf jeden Fall, aber glaubst du, wir schaffen die Siegestraße heute? Ich glaube, wir werden die heute begeben. Also, wir gehen rauf, aber da durchzukommen wird, glaube ich, nicht so einfach.
Weil da sind starke Trinker, starke Pokémon. Das Ding ist, dann würde das bedeuten, dass wir nächste Woche schon die Pokémon-Liga machen werden. Zeig mal, was geht hier so? Ja, hier ist dieser Attackenverlerner. Aus der Attacken. Was geht hier? Tipps für Trainer? Ja, okay. Das hat das Community schon vor 10 Folgen gesagt. Ja, auf unseren Chat ist nämlich Verlass. Yes! Für Sandra seid ihr unterlevelt! Ist die Heimat eines alten Clans. Das stelle ich mir echt geil vor, wie du so eine Stadt baust und um dieser Stadt herum so eine Geschichte dir ausdenkst. Das macht bestimmt richtig Bock als Entwickler. Hm. Alle Trainer, die den Beinamen Drachen Profi tragen, sind in Ebenholz City geboren. Ah. Siegfried auch? Wir können ja angeln! Oh shit! Aber unsere erwartet dich bereits, aber ein mittelmäßiger Trainer könnte sie niemals besiegen. Das wird möglich sein. Wollen wir erstmal angeln und. Angeln oder Togetic Surfer? Erstmal Togetic nach vorne. Angeln oder Surfer? Erstmal Togetic nach vorne. Den Gainer. Ja, angeln oder surfen? Also angeln, wie viele Köderbälle haben wir noch? Das müsste ich jetzt heraussuchen. Zwei Köderbälle. Zwei. Nicht so viele, aber ich glaube, das würde schon reichen. Okay, wir haben ja noch ein paar Superbälle und Hyperbälle, oder? Also angeln? Ja. Yeah. Okay. Wie kann man das nochmal machen? Tausch? Ach, Tausch, ich bin dumm. Du hast vorhin die ganze Zeit gemacht, aber ist okay, Mann. Okay. Ich mal, helf dir mal. Mhm. Entschuldigung. Jetzt. Okay, Mann. Come on, wir. Also, na, bra. Also, na, ein Elektro- oder Pflanzen-Pokémon? Pflanzen-Pokémon, es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Ey, das könnte interessant sein. Ich glaube, es ist ganz gut. Es könnte auf jeden Fall besser sein. Ey, es ist jetzt nicht ein Kinderriegel, aber es ist ein bisschen Aldi-Schokolade. Ja. Aber auch die Aldi-Schokolade brauchen wir. Ja. Ja, fangen wir es doch. Ey, komm, ja. Giflor wird geil. Haben wir einen Blattstein? Ja. Nein, kriegen wir irgendwann schon. So, jede Attacke könnte das wird so ein Bluebella. Haben wir einen Sonnenstein? Ich google mal. Was machst du? Was ich überlege du? Gerade. Oh, scheiße, wir sind zu stark, ne? Ja. Viel zu starke Pokémon. Ich kann erstmal einen Gainer einsetzen. Mm. Surfer könnte sogar töten, ne? Holy shit, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Einfach mit Hyperbällen versuchen. Erstmal Gena. Also, eine Gesteinsattacke wird das Ding wahrscheinlich nicht umbringen, oder? Wir sind Level 33. Schön, der Karis Flammsturm. Oh, warte, warte, Gunnar haben wir. Zerschneider. Ja, das könnte funktionieren. Schön Flammsturm. Oh nein, oh nein, nein, nein! Oh, ey, dieser Gunnar, der hat Blut geleckt. Der will einfach nur killen. Okay, dann probieren wir es mit dem Köderball. Ja. Und ein B. Und B. Stark. Nice. Okay, das war clean. Ja, Mirapla. Weiblich? Ja, Marapla eigentlich, ne? Nee, keine Maras mehr. Das ist eine Mara-freie Zone hier. Hör mir auf mit Mara. Nächste Wander, ja, ja, okay. Wir Chat, ey. Ihr seid alle gegen uns, wenn ihr jetzt Mara haben wollt. Chiarapla. Das könnte ich mit besser gehen. Gieselflor. Gieselflor. Aber es wäre, wenn Gieselflor wäre. Miripla finde ich auch gut. Miripla, ja. Miripla ist gut. Miripla ist gut. Ja, eine Miripla. Miripla it is. Miripla. Aber Gieselflor schon geiler Name. Miripla. Ja, yeah, Gieselflor können wir machen, wenn wir einen Bisasam oder so bekommen. Ja.
Micha Plan. Micha hatten wir schon. Ja, er war so wandelbar. Okay, dann würde ich sagen, fliegen wir nach Dukatia City, tauschen Gunnar um gegen... Ist es soweit? Tauschen wir Gunnar? Ja, wir tauschen Gunnar um. Es geht hier eigentlich. Und kämpfen dann gegen ein paar Trainer. Oh, du 15. Neue. Oh, hier können wir neue Pokémon fangen. Ja. Also... Warte, ich check mal, wie Route 45. Alter, was geht hier? Was eine Höhle ist das? Die Dunkelhöhle. Ah, nee, da hatten wir schon, glaube ich, ein Pokémon gefangen. Oh ja, das kann sein. Ja, da, die ist doch die Höhle Anfang in. Wo wir Blitz eingesetzt haben oder Blitz einsetzen sollten. Konnten, ja. Also soll ich hier erstmal was fangen? Können wir machen. Komm, jetzt kommt ein Bisaflor. Route 45 ist erlaubt. Komm! Ah, guck mal schon. Komm nach. Jetzt! Alter, wird das eigentlich richtig gut. Ist ein Drachen-Pokémon, ne? Ja, es wird zu diesem Megasort-Drachen. Ah, ich will den haben! Ein Kindwurm. Aber das dauert ewig, bis der sich entwickelt. Oh, der entwickelt sich mit Level 50 oder so. Fang es. Ja, aber bis wir den haben, da können wir doch niemals so lange warten. Brutalanda! An Level 30 wird es zum Drasche. Also ein 6 Level. Und wann entwickelt er sich zu Brutalanda? Level 50, Digga. Ist 42 Kilo schwer? 42? Ja. Ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall schwerere Pokémon. Soll ich Zerschneider einsetzen? Mhm. Entschuldigung. Gesundheit. Hier schreiben schon einige besser als Gino. Das hat die Hälfte raus. Versuch ja schon mal einen Hyperball. Ja. Und ein B. Und ein B. Scheiße. Haben wir noch eine schwache Attacke? Nee. Das war die schwächste Attacke. Leider war die schwächste Attacke. Jack. Geil. Okay. Krokai raus, wird hier schon gesagt. Was? Krokai kann nicht raus. Mm. Der ist seit Tag 1 dabei. Nils. Mit seinen robusten Nackenmuskeln und seinem stahlharten Kopf kann er sogar Felsen zertrümmern. Brutalano. Oh, nee, das ist lame. Mirilanda, Kiara-Wurm, Gregor-Wurm. Wir haben noch gar keinen Gregor, ne? Ja, aber Gregor-Wurm ist doch der lämste Name. Bruter Laser? Bruter Laser ist auch ganz gut. Bruter Laser. Gunnar haben wir schon. Besser als Garados. Budilanda. Aber wir haben schon Budi. Ja, stimmt. Ah, Budilanda. Gregolanda. Kriechwurm. Annette. Wir nennen es Annette. Das voll der Nils. Schwer war. Ja, Donny zu nennen, nur weil er jetzt graue Haare hat. Das ist, viel zu ist mir oft, ja. Klostein. Ja, wir brauchen jetzt einen Namen. Brutalandi. Ich tendiere gerade zu Budilanda. Budilanda finde ich eigentlich ganz gut. Das war der beste Name. Thaddeus. Er hat auch graue Haare. Brutalandi. Andi. Andi Strauß. Nee. Dean-Wurm. Wir nennen das Ding Dean. Mr. Burns. Mr. Burns. Ey, ich finde Dean eigentlich auch nicht schlecht. Dean? Einfach nur Dean. Dean the Dog. What? Ja. Yeah. The Adventures of Nastasia und Dean the Dog. Von mir aus? Also mir ist es egal. Ja, nennen wir ihn Dean. Also auf deine Verantwortung Dean nennen. Ja, wir nennen ihn Dean. Okay. Dean. Oh, shit. Was? Er heißt aber nur Dean? Nein. So. Oh, Dinosaurier. Oh, verdammt. Aber egal, wir haben schon Gino. Wir haben noch keine Haustiere im Haus.
Ira. Wird das jetzt zur neuen Annette oder was geht ab? Es gibt nur eine Annette, das weißt du, ne? Elixier. Ah, okay, wenn wir jetzt hier runterlaufen, kommen wir zur ersten Stadt wieder. Ach, also, ja, gut. Top-Trank, war nicht schlecht. Okay. Da ist ein Trainer. Soll ich nach Dukatia fliegen? Ich will nach Dukatia fliegen, damit wir die Pokémon austauschen, hier Gino neue Frisur bekommt und dann hier ein bisschen trainieren. Okay. Gegen Geister-Pokémon? Ach, das ist ein Geist-Pokémon? Ja, stimmt. Traunfugil. Ja, komm, wir bringen es jetzt zu Ende. Macht Antikraft was? Gegen Geist? Könnte funktionieren. Hier wird schon geschrieben, use dein EP-Teiler. Ja. Aber Myrapla ist jetzt gesetzt. Myrapla kommt mit. Und was ist mit Dean? Dean? Ich weiß nicht, aber Dean ist strong, ne? Ja, aber wollen wir das noch, wollen wir dieses Invest noch tätigen? Ich würde ihn einfach auf Halde packen. Es ist nicht verkehrt, so einen Dean zu haben. Im Team? Nee, nicht im Team, sondern auf der Bank. Also, er ist kein Stammspieler für dich. Leider nicht. Das Problem ist, dass er halt sehr viel... Ist das ein richtig fetter Tank? Sehr viel Zeit braucht. Also, ich habe schon ein Baby. Das heißt Gino, das sehr viel Zeit braucht. Da brauche ich nicht noch ein zweites. Ja. Ich kann schon Leute verstehen, die enttäuscht sind, wenn wir jetzt nicht Dean reinnehmen. Aber wichtig ist, dass wir erstmal Myrapla haben. Oh, stimmt, ja, das habe ich ganz vergessen. Massage nicht vergessen? Gibt es hier eine Pokémon-Massage? Oh, stimmt. Massage. Massage, Poppenbüttel. Nein. Okay. Oh, Gino fühlt sich. Hast du gerade unserem Toggle-Tick? Oh Gott, ich dachte schon, was. Sorry. Was hast du etwa? Toggle-Tick! Toggle-Tick! Put that cookie down! So. Nach Massagen gibt's nur bei Sarah Eich. Sarah Eich? Ja. Die Schwester von Gary. Oder blau. Okay. Myrapla, was hat das denn hier so? Bericht. Kannst du mal herausfinden, wie wir einen Blattstein bekommen? Ja. Schlafpuder, Stachelspore, Giftpuder, Säure. Also komplett für den Arsch. Ey, wir haben da noch ein paar Tacken, die wir ihm beibringen können, oder? Ja, das stimmt. Bewegen. Ich guck mal gleich bei Myrapla, was ich noch alles lernen kann. So, wer kommt raus? Der Gunnar oder was? Ich würde Gunnar jetzt rausnehmen. Ja, nimm Gunnar raus. So, was kann denn... Hat Gunnar überhaupt meine Nummer? Biss, Silberblick, Kopfnuss und Energiefokus. Ist ein scheuer Typ. Fundorte. Route 25, 34, Vertania City, Käferturnier, Pokéathlon. Was ist dieser Pokéathlon eigentlich? Da kriegen wir auch den Leuchtstein her. Ja, den brauchen wir auch, ne? Guck mal, was wir für Items haben. Kugelsaat könnten wir Myrapla geben. Mhm. Dann wäre noch eine Option. Kugelsaat. Wir haben nur Kugelsaat? Wir haben keine Pflanzenattacke. Können wir vielleicht im Dukatia City Einkaufscenter was kaufen? Ja, Solarstrahl wahrscheinlich. Mhm. Kannst du mal gucken, was für Attacken Myrapla lernen wird? Das war grad, Plan, okay. Vierte Generation.
Ja. Absorber, Lockduff, Säure, Giftpuder, Stachelspore. Mit 21 Megasauger. Ja, gut. Ein Level noch. Das kriegen wir hin. Okay, was noch? Gigasauger. Mhm. Und Blättertanz. Mhm. Ja, das ist schon mal ganz cool. Wollen wir ihm den EP-Teiler geben? Ja. Ist der unter Basis-Items? Nee. Alter Schwede. Ey, Walter, wer lacht denn da so? Keine Ahnung, aber das muss richtig witzig sein. Ich will auch mitlachen. Also im Nationalpark Mitnahme, Käferturnier und in der wilde Sonfe. Ach, so wild. Ach so. Okay, Wirt. Unser Team steht. Mhm. Ja, Myrapla ist drin. Geil. Mit EP-Teiler. Geil. Und dem können wir auch bestimmt zur Schneider beibringen, mit dem Myrapla. Ja, das sollten wir auch. So, Gino. Was geht eigentlich mit dem Pocketlon? Was ist das? Und wo finden wir das? Pocketlon? Ist das dieser Radioturm? Dieses Radioturm-Ding? Diese Lotterie? Chat, könnt ihr uns ganz kurz sagen, was ist der Pocketlon? Das ist eine Kampfzone. Mhm. Ducatia City. Fliegen wir mal zu Kurt. Beim Nationalpark? Jetzt wollen sie, dass wir sehen, was auch ist. Minispielzone? Minispiele rechts vom Nationalpark. Bei dem Käferturnier links. Wollen wir mal kurz da hingehen? Können wir machen. Okay. Was machst du da? Kannst du Y drücken? Was? Ja, kannst du mit Y drücken. Lern. Was? So. Oh, hier wird auch, ja, es wird zu Recht gesagt, wir könnten auch eigentlich Garados rausnehmen, weil wir brauchen keine zwei Wasser-Pokémon. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wir haben jetzt links von der vom Nationalpark, ne? Nationalpark, unterer Ausgang links. Du bist schon dran vorbei. Ja? Ja, und unten Ausgang. Ich glaube, da müssen wir rüber. Aber da waren wir doch auch noch gar nicht. Kann das denn sein? Hier? Probier's aus. Oh, wie kann es sein, dass wir hier nie gewesen sind? What the fuck? Wie kann es sein? Also ich sehe es ein, dass wir Garados rausnehmen. Wasserflug. Hm. Okay. Das gab's nicht in den normalen Spielen. Wird doch gesagt, Gino in erste Position für die Schritte. Na, was sagst du, das hier sind die Pokéclon-Höllen. Superkekskrieger. Ich begnadige dich. Ist gut. Ist okay. Du bist jetzt live dabei. Aber das war eine schöne Überraschung. Aber was geht hier ab? Was machen wir hier? Mach mal, ich kümmere mich um den Chat. Mein Name ist Faustus. Faustus. Gino war schon beim Friseur, Leute. Okay, dann machen wir das mal so. Ah, hier sagt Lagia sogar noch, dass der Pokéathlon nicht so gut funktioniert mit dem Emulator. Echt nicht? Ah, weil es wahrscheinlich so Touch-Shit gibt, ne? Ja. Willkommen im Aprikoko-Drinkladen? Damn, gönn dir mal was. Seit wann gibt's einen Aprikoko-Shaker? Shake, shake. Da einfach nichts sein, hau einfach ein paar Aprikokos in den Shaker. Wir bringen immer Kurt. Ja, ausschließlich Touchscreen, die Spiele hier. Echt? Ja. Scheiße. Und ab und zu mit Gino reden, ne? Steigert die Freundschaft. Ab und zu mal liebe Worte auszutauschen. Elias. Okay. Gino ist hochmotiviert. Dann entwickel dich endlich. Okay, dann macht das keinen Sinn, dass wir hier sind. Ja, leider nicht. Wollen wir trotzdem kurz mal reingehen, um zu schauen? Ja, anschauen schadet ja nicht. Boah.
Das sieht ziemlich geil aus. Speichern mal, bevor wir... Ist das Bianca? Oh, nicht, dass sie schon wieder uns ins unser Gesicht geben möchte. Das ist mega komisch alles. Das ist alles sehr merkwürdig. Ja, schon wie Pokémon Schwert Schild. Ist total beschissen, dass du jedes Mal nur diese diesen Sportanzug anhaben musst. Um diese Arena reinzukommen. Ich finde das mega cool. Ich habe eine Cappy auf, deswegen muss ich den überhaupt nehmen. Ach, na und? Ja. Okay. Speichern wir erstmal ab, bevor wir hier irgendwas. Soll ich es mal einfach ausprobieren, mal ganz kurz? Ja, können wir machen, aber ich werde vorher erstmal abspeichern. Okay. So, macht man das hier? Ich weiß es nicht, ich kenn's nicht. Hallo, hier kann sich... Nein, können wir nicht. Freunde. Ohne Touchscreen wird schwierig. Teilnehmen. Wollen wir... Kraftturnier machen? Ja, ist Gino. Das ist also richtig, so bitte hier entlang. Ja, dann probieren wir das mal. Mhm. Route 34, Gudrun Blattstein, wird hier gerade geschrieben von Rob Chang. Route 34? Mhm. Route 34. Die Picknickerin Gudrun. Nachdem sie den... Oh Gott, irgendeine Picknickerin müssen wir suchen. Die ihn ansprechen und dann muss sie uns irgendwann mal anrufen. Doch alle Telefonnummern sammeln sollen. Alter, was geht hier ab? Okay. What the fuck, was geht hier ab? Was ist das denn? Halt schon mal gleich die Maus bereit, ne? Eigentlich musst du das machen, Wirt. Okay. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was ich machen muss. Keine Ahnung. Ziegel brechen? Okay. Drück mal hier Start. Okay, Wirt. Brich die Ziegel. Klick! Bam! Was? Oh nein, er ist nicht stark genug. Wechsel, wechsel! Wechsel! Ach, wechseln! Ach! Boah! Tornupto! Nein, nicht wechseln! Ist das bescheuert? Shit, ey, ich hab's nicht mitbekommen mit dem Wechseln. Wie viele haben wir? Oh, am wenigsten. Ja, weil wir mit dem Wechseln das verpennt haben. Okay, komm, 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 ich krieg's nochmal hin. Ich krieg's hin. Ja? Ja. Alter, das ist Nummer 2. Das macht den Touchscreen kaputt. Das macht sowas von den Touchscreen kaputt. Okay, du musst am Anfang direkt wechseln. Gino ist nicht gut. Was sollen wir machen? Keine Ahnung. Ich hab nicht wieder. Schlag die! Ich hab keine Ahnung. Du musst sie wegrangeln. Lass dich nicht wegrangeln. Was denkst du, was ich gerade mache? Hä? Ich hab keine Ahnung. What the fuck? Was ist denn mit Gino da oben links? Gino muss auch da rein. Die müssen alle in diese Bubble. Alter, warum bekommt Silvio so viele Punkte? Aber wir müssen in die Bubble. Ja, sag ich doch. Ja, ja. Genau so. That's my boy. Okay.
Alter, was geht hier ab, Mann? Schön zu fünf. Alter, Alter, das Garados will sich nicht bewegen. Ja, da ist schön zu fünf. Gehen wir mit Garados nochmal hoch. Ja, Garados ist auch hier. Nee, der ist, glaube ich, nicht drin gewesen. Egal. Macht zusammen 30 Punkte. Ich glaube, wir haben nicht gut abgeschnitten. Nee. Oh! Oh, Zweiter. Verdammt, Thaddäus, ey. immer kommt Thaddäus und macht uns einen Strich durch die Linie. Zieh deine Pokémon in die gewünschte Richtung. Ist das eigentlich hier auch Nuzlocke? Wenn wir nicht gewinnen, müssen wir unsere... alle freilassen. Sprinte mit schnellen Zügen. Schieße ins Tor deine Gegner. Okay. Okay, das ist einfach nur Fußball, komm. Bei 3000 Punkte gibt's übrigens einen Stein. Scheiße, wird! Oh, oh nein, ey, ist das peinlich. Da! Mach ihn rein! Unser Tor ist komplett. Stark wird. Alter. Nein, 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 nein! Alter! Nein! Das waren sie, oder? Ja, wir haben ein Tor gemacht. Ist halt nicht einfach, weil ich anscheinend immer nein! Nur eins. Ich kann immer nur eins steuern! Stark, glaube ich. Wird noch eine halbe Minute. Alter. Das ist Tastengemäsche 2.0. Jetzt! Stark! Ach komm! Was? Alter! Alter, Garados! Schrecklich. Es ist schrecklich. Erst jetzt tu nicht so. Ja, bei 10.000 bekommen wir einen Nierenstein. Bitte nicht noch ein Spiel. Ja, raus hier. Wir brauchen den Stein nicht so. 32 Punkte. Fahr mal nach Dukatia City, südlich von Dukatia City ist die Route 34 und dort soll irgendwo eine Picknickerin sein. Dracarys? Alter! Oh. Ey, aber wir teilen uns den zweiten Platz, ist gar nicht mal so schlecht. Wie haben wir das geschafft? Keine Ahnung. Okay, vielleicht doch nicht. Wir hätten Gino nicht reinpacken sollen. Er war noch nicht bereit. Nee. Okay, doch, letzter. Ich raff das alles nicht. Ich blick da auch nicht durch. Da sind irgendwelche Zahlen. Ich hasse Silvio. Du Hund! Ach shit, wir brauchen den Leuchtstein für Togekiss. Ja, meine ich doch. Ach, shit, ja. Okay, das war nett. Lass uns das nie wieder machen. Richtig. 274 ist gar nicht mal so wenig. Das könnten wir schon grinden. Wir brauchen 10.000. Okay, Moment. Ich sehe schon eine ganze Nuzlocke-Session. Machen wir nur diese Pokéathlon-Dinger. Nee, das können wir dann offscreen machen. Okay, wenn du meinst. Eintauschen. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich will doch einfach nur einen dummen Stein haben. Hau einfach mal ab, ey. Ich will nur mal kurz in den Shop gucken und schauen, wie viel das kostet. Okay. Eintauschen. Aprikoko Blue? Ein Wasserstein. Warum? Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts wird. Ja. Raus. Wir müssten das auch nur 10 Mal machen und dann könnten wir einen Wasserstein uns besorgen. Nice!
Okay, lasst uns das gut sein lassen. Ja, genau. Wir machen das, wir gehen jetzt weiter unseres Weges. Und das bedeutet, wir machen den 8. Arena-Orden. Nein, 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 wir müssen erstmal hier Dukatia City in Süden ein bisschen grinden und dann... Ey, ganz im Ernst, unsere Pokémon sind nicht stark genug. Wir gehen jetzt in die Pause, wir diskutieren das offscreen. Nein, bis gleich. Wir gehen in die Arena. Nein. Bis gleich. Nein. Arena. Du bist dumm. Welche Bohne bin ich? Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Willkommen zurück zu Pokémon Nuzlocke. Und wir haben uns entschieden, wir werden jetzt versuchen, den Blattstein zu finden, beziehungsweise die Picknickerin, die uns die Telefonnummer gibt. Dann fliegen wir nach Ebenholz City, gehen in die südliche Route, machen da alle erstmal Trainer. Dann gehen wir in Arena, weil bis dahin sind wir, glaube ich, stark genug. Meint Ilias. Ich bin fest davon überzeugt. Okay, alles klar. Dann mach erstmal den Trainer hier fertig. Ja. Den wir zufälligerweise auf Route 34 gesehen haben, da müsste es... Level 12 sein? Das ist Camper. Ja, Big Incognito. Ach, den haben wir nie bekämpft? Nee, den haben wir übersehen. Oh, okay. Ja, klatsch ihn. Dieser Gino, ey. Bam, badam, bam, badam, bam, badam. Wollen wir nochmal kämpfen? So, der ist für uns irrelevant, oder? Irrelevant. Es ist eine Frau. Die heißt Gudrun. Also nicht. Okay. Wo ist Gudrun? Ja, am Wasser. Links. Ach, natürlich am Wasser. Nicht dein Ernst. Ja. Es ist Nuzlocke. Da passiert alles. Nun. Alles ist möglich. Nuzlocke ist nur einmal im Jahr. Knackrack. Da ist die Gudrun. Wir haben nie mit ihr gekämpft. Wir haben auch nicht mit der. Wir sie auch nicht gesehen haben. Okay. Oh, es tut mir so leid, dass wir deine schwachen, untertrainierten Pokémon jetzt klatschen. Ach, verdammt. Das ist ein Geist-Pokémon. Ich liebe übrigens seine Weiterentwicklung. Von Zwirklopp. Wie Finst heißt die. Ich finde die richtig cool. Läuft auch in Pokémon Schwert und Schild rum, ja? Aber ich kann es noch nicht fangen. Not strong enough. Galagladi, auch ein schönes Pokémon. Wie hast du mich genannt? Ah, das. Ich vergesse immer, wie die heißen. Ach, dem bin ich auch schon begegnet. Wie Fins? Mhm. Das sieht ziemlich cool aus. Ich mag das Design. Corazon. Wundert mich, dass Zwielicht einen Totenkopf hat, weil Pokémon gibt es ja mittlerweile auch in China und in China haben sie ja das Problem mit der Darstellung von Totenköpfen, weshalb ja einige Videospiele angepasst werden müssen. Wahrscheinlich sieht das Pokémon anders aus. Ja. Moment, in welchem Land? In China. Gibt es Pokémon in China überhaupt? Mittlerweile schon. Es gibt jetzt... Texte in, auf Mandarin in traditionellen Switch, Zeichen und weil in neuen. Switch nicht mal erhältlich ist offiziell in China. Ich glaube, ihr Konsolenverbot haben sie eigentlich mittlerweile behoben. Ja, aber ist noch nicht. Also die Switch ist noch nicht eingeführt worden. Okay. Aber sollte, glaube ich, die nächsten Jahre. Oder bald jetzt. Weil. Ja. Also ich weiß, dass jetzt mit Tencent. Arena of Valor, ja. Extra für die Switch erschienen ist, weil ja, das sehr beliebt ist in China auf Mobile-Plattformen. Ich weiß nur, dass die Switch noch nicht in China da ist, aber die mit Tencent zusammenarbeiten und wohl auch ein erstes Bild der chinesischen Switch rumkursiert. Aber es ist, wie gesagt, noch nicht offiziell im Handel. Die Sprachausgabe ist ja schon vorhanden. Das kann sein. Okay, jetzt zurück nach Ebenholz. Nach Ebenholz. Genau, Ebenholz und dann tauschen wir auch unser Krokei aus.
Und packen Dean rein. Wir wollen noch Dean trainieren, oder? Du fliegst gerade nach Dukatia City. Ach Mann, ey. Weil ich gerade so verwirrt war, warum willst du denn jetzt Krokei austauschen? Du meinst Gino? Nein. Warum sollte Gino... Du willst Krokei rausschmeißen? Warum soll Gino raus? Aber warum willst du denn Krokei rausschmeißen? Weil wir Dean rein... ich meine, Seemonster sollte raus. Sorry. Seemonster. Und wir wollen immer noch nach Ebenholz City. Ja, aber jetzt sind wir schon mal hier und dann können wir das ja, machen. So. Fein. Ach, da war Seemonster 1. Bist du sicher? Wir holen ihn wieder rein, wenn wir Surfer brauchen. Wir haben schon Wasser-Pokémon. Und das kann auch Eis. Ja, aber es hat voll den hohen Angriffswert. Ja, aber es ist Level 32. Ich sehe die Zukunft in Drachen. Okay. Drachen sind die neuen Fortbewegungsmittel. Aber wir haben nicht. Wir werden nicht die Zeit investieren, wird. Ich sag's dir jetzt, aber gut. Also, ich würde gerne die Zeit nehmen. So, wo ist Ebenholz hier? Ja. Extra Tobi schreibt, ihr verreckt doch eh noch bei der Liga. Ich bin extra Tobi. Ich verreckt doch super bei der Liga. Ja, so klingst du. Echt so, ey. Das ist dein scheiß Problem. Mhm. Okay, wir gehen nach unten, ne? Richtig. Hier haben wir noch ein paar Trainer. Gibt's hier noch einen Trainer? Ansonsten gibt es ja starke Pokémon, die wir kloppen können. Machomai! Ein Gino plus plus plus. Manchmal Eisenschweif. So stark sind die Pokémon hier auch gar nicht, ne? Irgendwie nicht. Okay. So, wenn wir die Route hier komplett abgeklappert haben, gehen wir in die Arena. Fein. Finde ich gut. Oh, das wird so anstrengend, Myrapla 50 zu trainieren. Guck mal, sie kann schon Megasauger. Was denn? Soll ich Stachelspore oder Säure wegmachen? Mach mal Stachelspore weg. Oder Schlafpuder. Ja, Schlafpuder brauchen wir vielleicht noch. Na, egal. Nimm Stachelspore raus. Ist okay. Vielleicht brauchen wir nachher noch ein etwas schwächeres Pokémon, um einen neuen Freund zu fangen. Das haben wir Schlafpuder. Kann auch sein, ja. Oh, das ging ja fix. Das ging wirklich schnell. Gino, schau dir das an. So funktioniert es. Mann, ey. Ey, Pubertät tut Myrapla nicht gut, ey. Ja, die Phase hatte ich auch. Rosemarie! Das ist jetzt nicht die Blattstein-Lady, oder? Nee, das war Gudrun. Ich bin gerade hier, Route 38. Lass uns mal wieder kämpfen. Nein. Nee. Jetzt Blattstein und GG. Lernt das Giflor dann eigentlich noch Attacken, sobald es sich dann weiterentwickelt hat? Ich hoffe. Ach, oh mein. Soll ich flüchten oder kämpfen? Kämpfen. Wir brauchen alle Punkte. Wir nehmen alle Kämpfe jetzt mit. Okay. Vergeltung? Okay. Raus! What the fuck? Krokei rein. Ja, ich glaube, Vergeltung war doch, sobald er einmal Schaden genommen hat, durch die eine Attacke haut er dann doppelt so doll wieder zurück. So ähnlich wie Konter. Alter, wenn der uns platt gemacht hätte, oder Scheiß, ich wäre nach Hause gegangen. Alter. Ja, hi mal, Gino. Wenn Gino sich endlich mal weiterentwickeln würde, würden wir ihm auch einen Schwarzgurt geben. Wo ist denn die Limo? Ach ja. Hier.
Ja, vier Arme gegen zwei Arme. Ja, war klar, wer gewinnt. Rechts gibt's einen Trainer. Ja. Ha, da. Nee. Egal, wir wollen doch sowieso durch die... Ja. Aber hier war noch auch einer. Na. Ja. Gute Mülltank. Ja, ja. Ich hab schon Angst, das wäre tanky gewesen. Nee. Ah, dieser verdammte P-Teiler. Welche Strategie verfolgen wir im Kampf? Wir hätten immer die gleiche Attacke einstellen. Das ist ein Wasser-Pokémon, ne? Ja, aber 100 Pro mit irgendeinem Zusatzscheiß. Ja. Ey, ich fand's total merkwürdig, als du gesagt hast, was die Vorentwicklung ist. Ist ja ein Fisch. Ja. Und dann wird das Ding zu einem Oktopus. Oh Gott. Okay. Kann aber Psi-Strahl. Ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt, das weißt du sogar. Das hab ich vergessen. Mirapla levelt gut. Bluebella. Wollen wir drin lassen? Ja. Nein. Doch, komm. Oh, das ist aber ein süßes Pokémon. Der ist mal zerschmettert. Ha! Benutzt doch nicht die ganze Zeit die gleiche Attacke. Easy. Wann ist wie viel haben wir davon? Wir haben noch zwei davon. Ja, wir haben noch Gegenschlag. Kanikon ist ein Käfer-Pokémon. Komm, wir ziehen es jetzt durch. Fühlt sich nicht effektiv an. Nee. Eisenschweif. Nee. Eisenschweif hat keine gute Genauigkeit. Nee. Stärker hat er noch, ne? Macht dann die Attacke. Zertrümmerer. Das reicht. Für Zertrümmerer. Ach komm, er hat einen Sandwirbel abbekommen, ne? Ja. Gino. Aber das kann doch nicht der Grund sein, dass er ständig jetzt daneben haut. Ja, doch schon. Ein Sandwirbel? Ja. Kennst du nicht Twitch versus Pokémon? Sandwirbel hat da vieles ausgemacht. Okay. Aber wir schaut nie in den Chat. Weil ich auch ab und zu mal hier rauf schauen muss. Junge. Lohnt sich da eine Limo? Oder haben wir noch was Entspannteres? Nee, ne? Nee, haben wir glaube ich nicht. Dann nutze ich eine Limo. Die Frage ist, was hätte denn der Chat gern? Ist es eher ein Gifloor oder ein Bluebella? Was hättest du denn lieber? Ich weiß es nicht. Ich bin mit beidem eigentlich cool. Ich bin der Kamerakauz Wigbert. Oh, klar. Volotrain. Bluebella, Gifloor, die sind sich echt nicht einig. Naja, ich würde das nehmen, was wir als erstes nehmen können. Also wenn wir jetzt einen Blattstein irgendwie bekommen, dann würde ich nicht darauf rumsitzen. Mhm. Okay. Oh, hier ist noch ein Item. Schnaps dir. Hyperheile. Gifloor ist Pflanze Gift und Bluebella ist nur Pflanze. Ist hier noch irgendwas? Okay. Nugget! Geil. 5000 Gold. Alter, hier sind super viele Items. Können wir verkaufen?
Okay. Kampfzone. Da ist ein Trainer. Ah! Lubella bringt nichts, viel zu schwach. Okay, das reicht mir als Aussage. Roman. Da ist Gino eigentlich nicht so gut. Du machst es trotzdem. Ja. Also nicht so gut im Sinne von nicht besonders effektiv. Ja. Aber Pflanze macht uns jetzt auch nichts mega groß aus. Oh, ist das doof? Nee. Nee, nicht effektiv. Lubella ist ein Tanz-Pokémon. Wir brauchen keine Tanz-Pokémon hier. Wir brauchen nur so starke Stecher hier. Wie Gino Plus. Chillers. Sag mal, der Attackenverlerner, ne? Mhm. Haben wir bei dem auch die Möglichkeit, Attacken zu lernen, die unsere Pokémon verrafft haben? Also jetzt zum Beispiel so Aurasphäre. Ja, ich glaube schon, weil sonst hätte uns der Chat da nicht hingelotsen wollen. Okay. Dann hoffen wir einfach mal auf das Beste. Okay. Ah, Gino Plus, heute. Heute musst du dich weiterentwickeln. Ich weiß, ich habe nicht so große Hoffnung. Alter, guck mal, da ist noch ein Trainer. Ja, aber da können wir nicht hin. Ja, dann gehen wir gleich nochmal hin. Wir müssen sowieso, wir laufen die Route dann nochmal ab. Was ist denn eine Herzschuppe? Eine Herzschuppe? Haben wir eine Herzschuppe? I don't know. Ich glaube nicht, dass wir eine Herzschuppe haben. Wir haben nicht mehr so viele Attacken. Ja, wir müssen gleich wechseln. Chat, wo bekommen wir denn eine Herzschuppe her? Katja City. Zugabe, Zugabe. Ah, du willst nochmal zertrümmert werden? Kein Problem. Für 1000 Leben. Ja, ja, guter. Guter Witz. Das machen wir nie wieder. Nee. Schnitt ganzes Wochenende. Oh, ein Aprikokobon. Aber theoretisch könnte man das wirklich offscreen machen. Dass man so ein paar Spiele spielt. Ja, setz dich mal ran, Mann. Das machen wir schön im Schnicken aus. Okay. Das ja, spring runter. Kommst du nicht mehr. Route 46. Dunkelhöhle. Ich guck mal, check mal kurz Route 46. Ja, die Dunkelhöhle. Haben wir so Route 46? Ah, da haben wir Lasi gefangen. Ja. Macht es. Oh, können wir hier lang? Ja. Oh, noch ein paar Aprikoko-Bäume. Macht es Sinn, in die Dunkelhöhle zu gehen? Ich glaube nicht, weil wir da Lasi gefangen haben. Das heißt, er kann ja nicht so stark gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Nee. Aber vielleicht finden wir Trainer auf der Ebenholzseite, die noch stark sind. Das können wir mal schauen. Aber dafür bräuchten wir Blitz und wir haben keinen Blitz. Oh, wir müssen stärker, wir müssen wieder ins Pokémon Center, weil unser Gino fast alles verletzt. Oh, ich habe jetzt keine Lust, einen Pokémon Blitz beizubringen. Die Pokémon sind dort stärker. Wir können ja random mal rumrennen und gucken. Ja, aber macht das jetzt einen großen Unterschied? Ja, dann lauf doch erstmal weiter südlich. Ja, da kommen wir wieder da raus, wo wir angefangen haben. Ja, da ist es dann schon. Ich glaube schon. Egal, wir können ja sowieso zurückfliegen. Ah, siehst du, da waren wir noch nicht. Oh, das ist ein Doppelkampf. Macht das Sinn, Gino einzusetzen? Wir müssen Gino einsetzen, sonst. Also nach dem Kampf würde er sich weiterentwickeln, aber wir haben nicht mehr so viele Attacken. Ja, das ist ja der Punkt. Oder wollen wir Dean einsetzen? Lass Gino drin und dann wechseln wir ihn aus während des Kampfs. Noch eine Limo geben? Ja. Okay. Hey Gino, ey, wie viel Geld und Ressourcen haben wir da so reinsteppen? Ich hoffe echt, es lohnt sich. Ja. Das wäre wirklich enttäuschend. Wer ist unser Pokémon? Ein zweites Pokémon? Ukodil, ne? Ukodil. Ukodil ist schon stärker als unser Tanupto. Das müssen wir mal tauschen. Alter Lipomentos? Das Nibuno ist ein Unlicht, ne? Unlicht-Eis. Und Lepomentas ist, glaube ich, Bodenpsycho oder so? Stahl ist nicht effektiv gegen Eis. Aber hier ist auch Fee drauf. Oh, Fee hilft uns.
Schnell so eine Liste. Nibuna. Und komm. Lebomentas ist Leben, ne? Was ist das mit der Körper einsetzen? Nee, das macht keinen Sinn, leider. Komm. Okay, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ja, die sind Level 17. Stahl ist effektiv gegen Eis? So viel, so viel wird das nicht machen. Aber hier steht, guck mal. Ach, hier, nicht effektiv, effektiv. Okay. Ja. Und ich bin hier immer der Dumme gewesen, ha? Ja, bist du noch. Das, aha. Ich will dir nicht Konkurrenz machen. Stahl ist gut gegen Gestein, Eis und Fee. Stahl ist nicht effektiv gegen Stahl, Feuer, Wasser und Elektro. Nun. Süß. 39 Punkte. Das ist Nanette? War das Annette? Nanette. Scheiße, ist das die kleine Schwester? Oh shit, hör, komm mir nicht damit an. Nanette. Nehmen wir die Telefonnummer an? Ja, komm, nimm. Ich dreh durch. Das ist die kleine Schwester? Du eine Eche? Jetzt. Und? So, okay. Ja, jetzt sind sie hier mega schwach. Der auch? Ja, den haben wir ja schon bekämpft. Den haben wir schon, okay. Hier sind sie Level 3 oder so. Okay. Pure Zeitverschwendung, aber ja, fliegt dann wieder zurück und wir gehen dann wieder die andere Seite runter. Ja. Gino, hey, Gino wird sich hier entwickeln jetzt, ich sag's dir. Ich glaub nicht. Gino wird sich mit Level 44 oder so entwickeln. Alter, Gino, ey. Das kann nicht sein, ey. Also, wenn er sich jetzt nicht weiterentwickelt, dann würde ich aufhören, ihn weiter zu trainieren, weil er schon Level 40 ist und andere dann nach vorne schicken. Ja, aber, ja. Weil zum Beispiel unser Tornupto ist immer noch 38. Ja. Okay, dann die andere Seite runter. Yes, sir. So, wo haben wir denn angefangen? Haben wir hier angefangen? Ach, so typisch. Das sind so Probleme, die haben nur wir, ey. Ja, hier waren wir nicht. Was ist deine Philosophie? Töten. Kill, kill, kill. Boah. Who dead? Das ist die Weiterentwicklung von Rizeros, ne? Rizeros. Ist das ein Stahl-Pokémon? Das ist, glaube ich, ein Boden-Pokémon. Okay. Mit einem anderen Element. Das Problem ist, ich kann mir immer gut vorstellen, dass es dann Stahl wird, wenn es vorher Gestein war. Oh, oh. Nein. Ja, kein Problem. Gestein-Boden ist es. Stampfer ist so eine Attacke, da wache ich noch nachts mittendrin auf. Vor Schreck. Stampfer. Verteidigung 0 Punkte bekommen, ey. Gino will sich nicht verteidigen. Verteidigung 36, das ist wirklich nicht viel. Ja. So, jetzt würde ich tauschen. Gino ist jetzt 40, wenn er sich weiterentwickelt, ist gut, wenn nicht. Ja, komm, Horny kann er auch noch machen, ey. Ist das ein kleines Bonus? Gino! Gino, ist es dein Ernst? Oh. Der will aber auch nicht. Alter! Ist ja gut, dass es nicht effektiv war. Wir sind über 10 Level. Und das ist ein Hornliu. Daneben, ey. Jetzt ist meine Geduld wirklich am Ende. Dieses Pokémon. Ich bin kurz davor, es rauszuschmeißen. Das wär's jetzt, ey. Käfer bist du gekillt. Stell dir vor, das Horn wird uns besiegt.
Das Nuzlocke-Let's Play wird abgebrochen. So, Gino. Raus mit dem. Der kommt sowas von raus, ey. Was für eine Zeit. So, Krokei? So, Krokei? Dracarys ist 37. Ja, weil Krokei könnte uns noch richtig behilflich sein, wenn wir ihn mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Okay, finde ich auch gut. Oder denkst du nicht? Ja, ja, schon. Oder willst du Dirk? Oder Dean. Was kann Dean? Wir haben gar nicht geguckt, was Dean für Attacken hat. Pass auf, aber Dean wird uns jetzt nicht unmittelbar helfen. Da hast du recht. Also Krokei oder Dracarys, aber da du Krokei zuerst gesagt hast, würde ich einen Krokei packen. Ja? Ja. Okay. Ich hätte vom Gefühl her jetzt Dracarys genommen, aber ja, du hast recht, Krokei ist gerade 33. Ja, Krokei ist... Krokei. Aber ich kann mich auch mit Dracarys leben. Ich sehe sehr viel Potenzial in Krokei. Okay. So, hier sind wir, glaube ich, runtergegangen. Haben wir gegen den hier gekämpft? Ich glaube schon. Oder gegen den anderen? Der war auf der anderen Seite. Wir haben gegen den gekämpft. Bist du sicher? Ja. Chat, haben wir gegen diesen Wanderer gekämpft oder gegen den Wanderer auf der anderen Seite? Ja. Was heißt ja? Wir haben gegen ihn gekämpft. Rechts okay. Gehen. Aber hier waren wir doch auch schon. Da waren wir auch schon. Aber hier sind wir nicht runter. Den kennen wir noch nicht. Nee. Stark, danke Chat. Wir sind vorbeigegangen an den Typen. Ja. Ja, Gieselflor. Fliegen. Ach ja, du hast recht. Aber nicht schlimm. Chat uns hat wieder angelogen. Der Chat hat uns wieder gesnitcht. Ja, den hatten wir noch nicht gehabt. Das können die recht gut, wenn du dabei bist, ne? Was heißt, wenn ich dabei bin? Ich ja. Man weiß noch Undertale? Remember? So. Ja. 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 Das war für mich so die, eine dunkle Stunde. Ja, ja, das ist so. Das war die dunkle Stunde des Chats, ey. Auf vor der Kamera verraten worden. Das war echt ein Judas-Move. Was lernt ein Krokei noch? Ich glaube nicht mehr so viel. Krokei, Krokei, Krokei. Ich gebe dir das Krokei ein. Na, wir wollen nicht die Telefonnummer, oder? Nee, Mann. So, hier waren wir auch schon, ne? Gegen den haben wir noch nicht gekämpft, oder? Fuck, haben wir schon. Doch, ich glaube, wir haben den gegen da oben links nicht gekämpft. Ja, okay. Ach, scheiße. Hier gegen ist den haben wir nicht gekämpft. Ja. Komm nochmal hoch. Flieg hoch. Ja, hoch geht's nicht mehr. Nee, nee, du kommst nicht hoch. Mushu fliegen. Ja. Schade. Oh. 37 Bodyguard. 42 Staffette, 46 Risikotackle und 51 Zuflucht. Wir müssen einfach TMs. Für den Arsch. Wir müssen irgendwelche TMs reinpfeffern. So, wir müssen herausfinden jetzt, wo wir geile Attacken herbekommen. Wo bekommen wir geile Attacken? Im Ducati hast du die Einkaufszentrum. Ja, aber da bekommen wir nur die überstarken Attacken, die uns nicht wirklich helfen. Die auch nur eine AP von 5 haben. Hm. Genau. Mhm. Wir brauchen sowas wie Donnerblitz. Ja. Mit einer AP von 10 bis 15. Ja, Donnerblitz wäre nice. Oder Psychokinese oder so. Wo bekommen wir sowas wie Psychokinese her? Sowas braucht Krokei zum Beispiel. Ja, vergiss es, Dude. Psychokinese leider erst Kanto, schreibt Argo. Boah, okay. Scheiße. Guck mal nach Donnerblitz. Wer ist weitergelöft? Mirapla. Mirapla macht sich ganz gut. Ja. Mm.
Miesel. Steht leider nicht, wo man es findet. Was genau? Donnerblitz. Ja. Chat, wisst ihr, wo man den Donnerblitz herbekommt? Braucht doch Eisattacken gegen Drachen. Wir haben zum Glück Eiszahn mit unserem Ukudil. Ja. Ist im Moment unser einziges Pokémon mit Eisattacken, aber wir hatten es vorher noch Garados gehabt. Das konnte auch Eiszahn, aber wir haben ja uns entschieden, dass wir dann ja doch Dings reinpacken. Aber vielleicht nehmen wir Garados für den Arena-Kampf wieder mit. Weil kann ja sein, dass wir ihn noch als Reserve brauchen. Ja. Willst du nicht lieber wieder hochfliegen? Achso, du bist schon hochgeflogen. Okay, ja. Alles gut, sorry. Du bist... Donnerblitz in der Spielhalle. Ach, diese scheiß Spielhalle. Wir müssen uns wirklich mal, glaube ich, hinsetzen und mal offscreen so ein bisschen Grind-Kacke machen. Wir wollen Casino-Stream. Oh, oh. Och, Rob Chang, weißt du was? Wenn du was Wichtiges zu schreiben hast, dann schreib jetzt ins Forum. Ich schau jetzt mal rein. Ich kann nicht alles im Chat sehen. Also, hier, vor einer Stunde gut ruhen. Sonnenstein gibt's vor der Liga nur beim Käferturnier. Leuchtstein gibt's nach der Liga im Pokerathlon. Pokerathlon, okay. Ja, Azuria-Höhle. Schreibt Troala. Oh, auf Route 34 können wir noch kämpfen und gegen zwei Trainer surfen und gegen zwei Trainer kämpfen, aber. Ja. Okay. Was ist? Oh, es hat Erholung gemacht. Krokei gegen Yugong? Ja. Ist ganz schön mutig. Ein Eisstrahl Level, und. Wir sind 10 Level drüber. Wie die Hindenburg. Wir sind 10 Level drüber. Komm. So viel Respekt müssen wir vor den wilden Pokémon auch nicht haben. Na gut. Ist so sehr. Azuria-Höhle, it is. Ja. Kann man da eigentlich direkt hin oder muss man die Kanto-Arena-Leiter dann auch noch besiegen? Nennen sie beim Namen, Misty. I don't know. Ach, wie sehr hätte ich jetzt gern ein Lucario. Ey, wir, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Ich freue mich auch echt auf die Liga. Also vorausgesetzt, wir schaffen den 8. Arena-Orden. Ja. Das wird, glaube ich, das wird dann wieder so ein... Das ist geil, meinst du? Das wird, glaube ich, noch am interessantesten. Oh Mann, ey. Dann fängt's wieder an, dann sollten auch alle einschalten, ey. Das wird ein wilder Ritt. Und das sage ich nicht nur wegen den Arena-Kämpfen, sondern auch wegen den Vorstellungsvideos, die ich vielleicht schon gesehen habe. Oh yeah, Leute. Wird richtig gut. La Vita. So. Steinhagel ist nicht so gut. Ist nicht so nicht gut, gut. Nicht gut. Ah, alles halb so wild. Krokei ist Maverick, man. Fliegt wie ein Ass. Ja, Reichenbart schreibt, setzt Gino mit der Sanftglocke an erster Stelle und läuft einfach rum. Aber das ist halt mega langweilig. Soll ich jetzt Tab gedrückt haben? Wir laufen die ganze Zeit hin und her? Tengu-List, ich weiß es nicht, man. Ist halt, für die Zuschauer ist es richtig lame. Das machen wir vielleicht in der Werbung. Oh, jetzt ist es raus. So, wenigstens Dracaris rein. Pflanze gegen Pflanze. Ja, würde ich nicht machen. Das ist mir zu... Hat Draki rein. Geht öfter zum Friseur. Das kann man nur einmal am Tag.
Poke-Experten hier. Also wenn es noch einen Friseur gibt, dann sagt uns Bescheid, ansonsten waren wir ja da schon mal. Ja. Und wenn er an einem anderen Tag kommt, haben wir ein Problem. Diesen Freitag sind wir nicht mehr da, ne? Diesen Freitag? Nee. Schade. Ich guck mal auf unsere Homepage, unsere super coole Homepage. Da solltet ihr definitiv auch mal raufschauen. Und wenn ihr noch im Forum seid, meldet euch an, da könnt ihr mit uns schnacken. Ansonsten guckt auch mal hier in Supporters Club vorbei. Finde ich auch ganz nice. Und den Sendeplan. Schauen wir uns mal den Sendeplan an. Nee, da läuft Florentin mit Krane. Ne, haben wir schon. Yes. Ich mach mal Flucht, ich will nichts riskieren. So wird jetzt nochmal die Arena-Trainer. Okay, wir sollen mal. Geht doch nochmal nach Dukatia City Freundschaft schenken. Okay. Komm, die Zeit nehmen wir uns. Wir haben bis halb sieben Zeit. Ich will heute auf jeden Fall den Arena-Leiter machen. Wir haben bis halb sieben Zeit. Und wir haben gerade 5:55. Okay. Wir haben noch eine ganze Stunde. Ich gehe jetzt erstmal hier. Umständlicher könnte man die Uhr nicht aufsagen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber Wirt, ich wollte dich nicht vom Busch schubsen. Weil du bist mein Freund. Danke dir. Dann danach gönnen wir uns, ne? Oh yeah. So. So, wo war die nochmal? Oben, ne? Mhm. Hier? Weißt du, das war der Blumenverkäufer. Dann wo? Hier? Nee, war schon richtig. In dieser Ecke ist es. Also ich glaube nicht in dem Haus, aber wenn ich in dem unteren Haus... Doch, das ist sie. Ja? Ja. Das war doch der Mann, der mag so, oh, mein Pokémon mag mich nicht, weil ich wahrscheinlich so oft verliere. Alter, wir haben Gino auf Level 40 gebracht. Wie ist das denn passiert? Nee, das sehe ich nicht. Okay, dann ist im Haus da drunter. Aber Richtung Fahrradladen. Deiner hat schon eine Sanftglocke. Und hier schreiben die auch im Forum, oder Darth Dragon sagt es auch zu Recht, Gino Plus hat ihre Liebe doch gar nicht verdient. Wohin gehst du? Beim Fahrradhändler. Ja, ich weiß, ich habe nur Bock gehabt, ein bisschen Konversation zu betreiben. Ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Ja, oh. Ich habe den Eindruck, dass es dir wirklich vertraut. Okay, was heißt das? Was bedeutet das? Gibt ihm eine sanftere Glocke. Warum schreibt jeder RIP? Ist unser Stream down? Hm. Nö. Ja. Stream läuft. Stream war weg. Safe, safe. Ja, Gino vertraut uns. Was heißt das? Könnt ihr uns bitte ganz kurz sagen... Ich schreibe Gino vertraut uns in Google rein. Okay, Wirt, ich gehe jetzt zurück nach Ebenholz. Ja, und kauf dann da ein paar Tränke noch, ne? Ja. Das ist gut! Nee, was? Ihr seid zwischen 200 und 249. Okay. Ihr braucht 220. Das ist gut. Okay. Okay? Ja, okay. So, du wolltest jetzt noch was kaufen. Ja, mal ein bisschen shoppen. Ein paar Typertränke mitnehmen. Okay. Und hier Beleber verkaufen. Ein paar Nuggets. Ja, der Top-Beleber kann auch weg. Ansonsten behalten wir jetzt mal alles hier. Den Nugget noch. Das glaube ich hier irgendwo. Da ist er. Zwei Stück sogar. Pretty good. Sollen wir ihm Sonderbonbon geben? Nee. Die Sonderbonbons sparen wir uns noch auf, ne? Bevor wir in die Liga gehen. Finsterball, Netzball. Hä, sonst können wir nichts kaufen? 5000 Schritte mit Gino und ihr seid auf der sicheren Seite. Wir sind schon so lange mit ihm unterwegs gewesen. Kaufen. Hypertränke.
So, wir haben ja schon relativ viel. Ich würde jetzt noch 10 kaufen. Ja, finde ich gut. Und dann würde ich noch 10 Supertränke kaufen für Pokémon, die so angeknuspert sind. Angeknuspert ist gut. So, Hyperbälle. Wir können ja nichts fangen, also können theoretisch schon mal 10 kaufen. Ja, mal 4. Damit nein, nein, nein. Hol 10, dann kriegen wir noch einen Premierball. Scheiße, du bist halt Schnapperwirt, ne? Ja. Unser so viel zu Schnapperwirt. Ich wurde abgezogen. Okay. Wollen wir mit Gino auch am Anfang kämpfen? Komm, wir sind jetzt bei 200 bis 250. Ja, ey, was soll noch passieren? Den gibt's nur bei Pokebällen. Ah, okay. Was genau? Normale Pokebälle. Den ah, okay. Beat Yesterday, 5000 Schritte am Tag. Los geht's. Alter, es geht hier ab. Ist das wieder unser Saboteur? Ja, genau. Leute mit solcher Frisur, den kann man nicht trauen. Die sehen aus wie der Typ aus Dumm und Dümmer, Jim Carrey. Wo ist unser Pokémon? Zu viel Lava. It's too hot. What? Kannst du nach links. Kannst du eigentlich geradeaus nehmen, ne? Raffst du es, Speed? Nein. Geh mal nach links. Jetzt gehen wir auf das blaue Ding. Ah, I see. Okay, cool. Schönes Puzzle. Ich hab mich gewundert, du bist doch eigentlich rübergerannt, dass der Schalter nicht reagiert hat, ne? Ja, das liegt. Genau, ja. Das liegt komplett am Schalter und nicht an mir. Alter, schon 35, ne? Ja, jetzt wird's das ist nicht mehr witzig. Das ist, Kraftwelle? Also, ja. Ich glaube, hier müssen wir ab und zu mal ins Pokémon Center nach dem Kämpfen. Vielleicht. Lake. Das ist nicht wenig. Wir müssen halt einfach hoffen, dass da ein paar Normal-Pokémon kommen, die gekloppt werden können. Also, unser Miraplar bringt. Unser Duflor kann hier nichts machen. 26, ey. Das ist ein Psycho-Pokémon. Ja, wir haben keine Unleash-Attacke bei Doch, Gino. Doch, haben wir. Ah, nicht bei Gino. Ja. Das ist sowieso ein Psycho-Pokémon, oder? Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Sofort raus dann. Hier dürfen wir nicht mehr so nachsichtig sein. Wir müssen echt aufpassen. Ja. Die sind unsere Liga hier. Oh Gott. Boah, stell dir vor, Gino wäre draußen. Oh Gott, das wäre böse ausgegangen. Ja. Yeah. Also, Velias, I don't feel so good. Und weg. Bummels. Das ist ein Normal-Pokémon. Ja, dann wird's geklatscht von Gino. Ja, Gino lebt gefährlich mit seinen 35 Verteidigungspunkten. Ja, aber hallo. Ha, das Ding wollten wir doch Olli nennen, wenn wir es fahren. Nice. Gino klatscht. Okay. Nicht so viele Erfahrungspunkte, ne? Ja, wenn wir den EP-Teiler haben. Ja. Sonst hätte er über 600 bekommen. Ja. Ja, heilen, ne? Mit Supertränken und weiter. Yes. Ja. Ukodil kann sogar einen Hypertrank gebrauchen. Boah, ich fühle mich echt unwohl, dass wir jetzt, Nein, das kriegen wir hin. Na gut. Ich guck mir die Folge nochmal mit Dummierplex an, ob du das auch gesagt hattest. Trust me. Everything is going to be okay. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Drachen sind ehrwürdig. So.
Wow. Unseres ist stärker. Boah, unseres ist aber blinder. Ja. Yeah. Und die Verteidigung, die sowieso schon sehr schwach ist, sinkt stark. Pack Target-Tick rein. Alter. Oh, Gino! Du musst Vertrauen, Alter, in Gino haben, Mann. Also, gegen seine eigenen Leute geht er ganz schön hart ran. Uko dir, Mann. It's Uko-Time. Er schreibt ihm, warum Eisenschweif? Hast du gesehen, wie Eisenschweif hier zuschlägt? Ey, wir müssen aufhören, so schnippig zu sein. Das haben die Leute nicht verdient. Shit, warum ist das Ding so schnell? Holy shit. Volltreffer. Shit. Mach nochmal. Es war vorhin ein Volltreffer, deswegen, wenn es jetzt nochmal ein Volltreffer ist, würdest du ihn trotzdem nicht killen. Ja. Puh. Heidewitzka, sag ich da. Heidewitzka. Ja. Gut, Erfahrungspunkte. Ja, es hat Uko dir aber einen Hypertrank verdient, oder? Aber hallo. Okay. Oh nee. Das müssen wir mal sortieren. Sollen wir Fabian rufen? Okay. Einmal hoch. Kannst nicht drehen. Was machst du? Ich wollte nur gucken, wie du reagierst. Okay. Und wie habe ich reagiert? Nicht gut. Wie erwartet? Pikachu! Pikapi. Also, ich wäre dafür, dass wir, bevor wir dann zu Sandra gehen, dann ins Pokémon Center gehen. Schön geheilt sind. Paralyse. Ah, Tod ist auch gut. Meine Güte, das ist echt ein Bublupf. Ist ein Normal-Pokémon, oder? Nee, ist ein Pflanzen-Pokémon. Ich hab keine Gefangenen. Dracarys rein. Ja, du hast recht, keine Gefangenen. Also, wir sind jetzt hier bei einem Arena-Leiter. Es ist keine Zeit, um die Mucki spielen zu lassen. Richtig. Das ist ein Kampf ums Überleben. Richtig. Ach, das war's. Alter. Das gleiche Level. Ja. Yeah. Unser Dracarys. Das einst stärkste Pokémon in unserem Team. Langsam bekomme ich auch ein murmiges Gefühl, muss ich sagen. Ey, ich sag's dir. Alter, viel zu gut. Okay. Gino heilen. Okay. Speichern. Moment mal. Da war doch irgendwas. Nein, das ist nicht. Das ist nur, wenn der Bildschirm aus ist. Ja, aber irgendjemand hat uns eine Lösung gegeben. Speicher trotzdem. Nein, mach doch keinen Mist, bevor du jetzt irgendwo in Arena kommst. Mann, Ilias. Du lebst ganz schön gefährlich. Ich liebe die Gefahr. Ja, nur so. Weiß ich noch, dass ich lebe. Ja. Hilf! 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 In manchen Let's Plays bist du wie Chris Tucker, Mann. Ey, hör auf, mich mit Chris Tucker zu vergleichen. Hey, Chris Tucker ist ein lustiger Typ, ne? Mag ihn. So. Okay, starte. Okay. Okay, heilen, erstmal heilen. Da reicht doch ein Supertrank. So, Moment mal, wie kann man das sortieren? Bewegen. Sorry, ich muss das mal ganz kurz sortieren, es nervt mich richtig hart. Alles klar, Fabian.
Ja, weil wir super viel Zeit verschwenden. Hier geht's gut. So, bewegen. So, einen Hyperheiler nehme ich auch mal kurz. Bewegen. In der Zwischenzeit mache ich Werbung hier für unser Hashtag. Hashtag DiamondMon. Könnt ihr uns da anschreiben auf Twitter. So. Oder hier im Forum, auch sehr cool. Hier steht's wieder. Gino Plus ist beleidigt, dass es in Soul Silver Heart Gold noch kein Curry-Minispiel gibt. Curry-Minispiel? Verstehst du, weil Gino aus Indien kommt. Ich sehe hier keine verschiedenen Nationalitäten und so. Siehst du, deswegen sind wir ein Team. Geil. Wir sehen sowas nicht. Ist das ein Drachen-Pokémon? Das ist, glaube ich, ein Wasser-Pokémon. Okay. Wasser und Gift oder so. Ich weiß, es ist paralysiert. Und das ist die wichtige Info. Wasserboden. Ach ja, okay, ja, stimmt. Ii. Lehmbrühe. Stopp. Stopp! Das ist alles deine Schuld, Gino, weil du dich nicht weiterentwickeln wolltest. Oh, ist das anstrengend. Es kann ja nichts passieren. Es kann ja nichts passieren. Los, komm, Wirt. Lass in die Arena gehen. Wir müssen nicht grinden. Wirt, ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um irgendwelche... Doch, Schuldzuweisungen müssen jetzt raus. Alter, ey. Und ich dachte, wir sind ein Team. Jetzt machst du Ende. Wasser-Pokémon, oder? Nee. Das ist Level 38. Unser stärkstes Pokémon. Oh. Es war unser stärkstes Pokémon. Es hat auch nur 85 KP gehabt. Ja, ein Mokodil. Was soll ja schon passieren? Zurück ins Pokémon Center. Wir müssen es austauschen. Das war unser stärkstes Pokémon. Gerade von deinem KP her, unser stärkstes Pokémon ist gerade gefallen. Nein. Das stimmt nicht. Nicht von den KP. Von den Level her. Hat wenigstens KP gehabt. Ja, gucken, lass mal gucken, was da ist. Alter, ich hab so viel reingesteckt. Oh Mann, wo ist die scheiß Box jetzt? Box 1. So fühlt es sich also an, wenn ein Kind nicht Arzt werden möchte. Der hat nicht die Sanftglocke, aber ist mir jetzt auch egal. Ist mir scheißegal. Wir können so viele Sanftglocken haben. Jetzt komm, gucken wir mal, was wir alles haben. Welches ist das wieder Gunnar-Time oder it's was? It's Gunnar-Time! Komm, lass mal ganz kurz verschnaufen. Ja. Luft holen. Es tut mir leid, dass ich dich angefaucht habe. Ist nicht schlimm, Wirt. Ich kann's verstehen. Es ist. Die Nerven liegen blank. Ja. Aber wir werden uns wieder fangen. Wir werden es schaffen. Wir werden Pokémon-Meister. Angefangen mit dem 8. Arena-Orden. Gleich
nach der Werbung. Welche Bohne bin ich? Es ist Mark. Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Willkommen zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Nuzlocke. Wir sind zurück, Wirt macht sein Mikro an und wir bekämpfen den 8. Arena-Orden, vielleicht. Vielleicht. Wir hinterfragen gerade unser komplettes Let's Play. Ja. Wissen nicht, was wir anstellen sollen. Wir wissen halt nicht, welches Pokémon wir nehmen sollen. Also viele haben uns von euch geraten, dass wir Pixie nehmen sollen. Anstelle von Gunnar, weil Gunnar ja anscheinend stats-technisch nicht so auf der Höhe ist. Wir können ja ganz kurz mal vergleichen. Pixie hat folgende Stats. 42, 40, 52, 48, 36. Das ist halt sau langsam. So, hat Level 24. Ist im Durchschnitt so 45, 46, 47. Hier wird gerade auch sehr oft Kickly geschrieben. Kickly? Was haben wir hier? 55, 43, 39, 51. Hat vier Level über Pixie aber. Ja, Pixie ist schon die bessere Wahl, wobei Gunnar einfach mal fast doppelt so schnell ist. Ja, Pixie ist halt ein bisschen tanky, ne? Pixie ist ein Tank. Pixie ist besser. So, was geht bei Kickle hier? Level 23. Boah, die Verteidigung, ey, kriege ich ja Flashbacks. Obwohl, man muss bedenken, es ist Level 23. Das geht eigentlich voll. Spezialverteidigung ist 53. Ja, man bedenkt, unser Gino war von Level 40 und hat eine Verteidigung von 36 gehabt. Ja. Ja, das ist ein Witz. 66 Angriff, ist es Buku? Das Problem ist, wir müssen den jetzt auch dann leveln. Wir müssen jetzt ein bisschen grinden. Also wir haben jetzt 40 Minuten. Ich würde sagen, es sind noch ein Trainerkampf und dann geht's direkt zu Sandra. Wir werden jetzt eine Viertelstunde grinden oder 20 Minuten und dann gehen wir die Arena. Aber das wird keinen Unterschied machen. Also die werden uns für diese Arena, werden sie uns so oder so nicht helfen. Wir müssen die anderen Pokémon trainieren. Die werden wir nicht trainieren. Aber wir müssen die anderen Beine, die uns noch übrig bleiben. Und Togetic. Also willst du jetzt grinden? Ja. Aber bis in 15 Minuten, wie viel Level werden sie haben? Turbo! Nee, die werden uns in der Arena, werden sie uns halt nicht helfen. Nimm Garados. Nehmen wir erst einmal, okay, was für ein Pokémon nehmen wir jetzt erstmal mit? Komm mal Garados. Was für ein Level ist das? Level 32. Das ist das nächststärkste Pokémon, was wir haben. 89, 55, das ist halt echt, das sind solide Werte. Ja, aber es ist das nächststärkste Pokémon, was sie jetzt in der Box haben. Ja. Was wir mitnehmen dürfen. Sollen wir das nehmen? Ich würde es mitnehmen. Okay. Myraplar. Lass drin. 24. Ey, wir haben nur drei Pokémon, die über vier Pokémon, die über Level 30 sind, zwei Pokémon, die über Level 35 sind. Fuck, ey. Und Sandra ist Level 40. Über 40 sogar. Ist Level 41 oder so. Wenn man den Chat Glauben schenken kann. Ja, deswegen, ey, lass doch mal grinden, das Tonopte oder zumindest unser... Aber wo willst du grinden jetzt? Wir haben so gut wie alle Trainer haben wir besiegt. Wir müssen halt hier wilde Pokémon nehmen. Einen Trainer haben wir noch in der Arena, den wir noch nicht gemacht haben. Ja, gut. Wen willst du trainieren? Togetic oder was? Das ist auch Ukulele, bis er Level 40 ist. Da haben wir zumindest einen 41er. 41er und... Gleich, ja. Jetzt komm, ich bin der Tapmaster. Wo gehst du hin? Du wolltest doch noch die einen Arena... Okay, du willst den Trainer machen. Ja gut, dann machen wir den einen Trainer noch. Oh Mann, ey. Was willst du? Ja, Pokémon einpacken. So.
Ach die Scheiße schon wieder. Mann, ey. So, der wäre der Nächste. Der wäre der Nächste. Wer baut diese Arena und welcher TÜV nimmt die ab? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube aber auch bisher der deutscheste Kommentar in dem Let's Play. Ja. Tausch es aus, Mann. Ey, Mann, wir haben Eiszahn. Du bist ein Pflanzen-Pokémon. Wir haben Eiszahn, Mann. Oh Gott. Trotzdem, ey. Also, Gino war schon zu viel. Du kannst mir halt nicht antun, dass wir noch ein Pokémon verlieren. Speichern auf. Yes, I will do that. Weißt du, was mich ein bisschen aufmuntern würde? Was denn? So ein Anruf von Annette? Ein Anruf von Annette? Wollen wir sie anrufen? Wenn wir es heraufbeschwören, ruft sie vielleicht an. Ja? Wir müssten nur ganz... Dann startet das Spiel noch. Wir müssten beide Fäuste ballen. Okay. Die Augen zu. Aha. Und nur ganz fest daran glauben. Hi, ich bin's, die Annette, ihr wisst Bescheid, die mit dem Call Me und dem anderen. Ja, ruf mich an, denn mein Doktor hat gesagt, ich habe noch ein bisschen Druck auf den Milchtanks und ich suche ein paar Leute, die ein paar Atü ablassen können. Also bis zum nächsten Mal. Ja, vielleicht war es keine gute Idee. Was ist ein Atü? Ich will's nicht, nein. Was ist ein Atü? Ich hätte gedacht, dass Mülltanks mal ein bisschen so Druck haben können. Ich, wie gesagt, ich distanziere mich von jeglichen Videocontent hier. Mhm. Immer noch das gleiche Problem. Start es nochmal. Ich glaube, Annette hat das Spiel gebroken. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass wir damit aufhören sollten, Wirt. Vielleicht ist das Zeichen, dass das Let's Play seinen Zenit erreicht hat. Das kannst du uns nicht antun. Wir dürfen einfach noch nicht den Turbo, glaube ich, drücken. Nicht zu oft. Man darf nicht zu viel. Okay. Ja. Nochmal drehen.
nochmal! Ich weiß es gerade selber nicht. Ich bin halt auch nur verwundert, dass ich nicht klar denken kann. Du musst das Ding. Vielleicht passt es da so rein. Kannst du es jetzt drehen? Jetzt kann ich es drehen. Nee, ach, fuck, Moment. Wenn du es drehen würdest. So, und jetzt da rein in den Spalt. Nach oben. Nein! Dreh zurück. Ach, du hältst da so rein. Jetzt nach rechts. So. Hä, eben konntest du es auch drehen. Jetzt nach rechts. Drehen. Jetzt hoch. Nochmal. Da oben steht sie. Oh, ey, wollen die Hexe jetzt schon fertig machen? Ich fühle mich nicht wohl, Mann. Ja, siehst du, du gehst auch schon zum Teleporter. Ja, was ey, das, wird, wir machen? Das wird ein Vibe. Vibe. Elias. Elias, wir machen wir's? Nee, ich würde es nicht machen. Wir machen es nicht. Aber lass trainieren. Jetzt schnell trainieren. Lass doch mal 20 Minuten trainieren, komm. Jetzt einfach nur im hohen Gras. Ja, wo sonst? Nicht so lange diskutieren, mach einfach. Einfach ein Gras jetzt aber trainieren. Aber gehen wir heute dann noch in die Arena? Vielleicht schaffen wir es ja. Wenn beide auf 40 sind, ja. Jetzt mach einfach. Der Chat hasst uns jetzt. Es ist in Ordnung. Denn ich sag euch, ihr hasst uns noch mehr, wenn unser komplettes Team down ist und wir dann nochmal von vorne trainieren müssen. Genau das mit allen. Sehen. Ey, dann wollt ihr etwa, dass wir 3 Folgen lang dann 6 neue Pokémon grinden oder wie? Aber da hast du auch einen Punkt. Das macht irgendwie... Das macht ja noch weniger Sinn. Ey, ich sag's euch. Das sind gerade diese 20 Leute im Chat, die laut sind. Aber der Rest ist d'accord damit. Bist du dir sicher? Ja. Okay, Bitch. Nimm den EP-Teil auch raus. Ist doch alles egal. Nimm den scheiß EP-Teil da raus. Besser Yes Level, nicht auf Chat hören. Ja. Ja, es ist schon die vernünftigere Entscheidung. Machen Level hoch auf 40 und alles gut. Das verstehe ich halt nicht. Warum sollen wir jetzt komplett Wipe haben, damit dann nochmal 6 neue Pokémon hochziehen? Wirtsch, weißt du was? Ich bin auf deiner Seite. Ja. Ich supporte dich. Der Chat will doch nur mehr Folgen. Ihr bekommt doch eure Folgen. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir danach hier aufhören. Ja, es geht doch. Geht fix. Geht fix. Ja, aber heute wird das nichts mehr. Heute wird es keinen Arena-Orden geben. Was ja auch okay ist. Ich will aber. Weißt du? Und dieser Druck, den ihr uns macht, mit diesem schnell machen, schnell machen, schnell machen. Das Gino ist gestorben. Ja. Ja. Ihr seid mit Schuld. Gino. Der Gino-Verlust tut schon richtig weh. Der tut richtig weh. Also das letzte Mal, als ich so doll gelitten habe, war, als wir das erste Mal Lasi 1 verloren hatten. Ja. Das war richtig bitter. Das Schlimme bei Gino ist, dass wir halt echt viel investiert haben. Ja, viel zu viel Zeit und keinem anderen Pokémon. Ja. Ja, einige schreiben, lass mal den Turbo-Modus anmachen. Das Problem ist, ach scheiße, wenn wir den Turbo-Modus machen, dann verbuggt es wieder. Ich mach's mal trotzdem kurz. In den Kämpfen ist ja cool. Surfer. Animation aus? Nee, komm. Animationen müssen. Das ist ein bisschen schrecklich. Also, wir wollen hier keinen
Butterbrot ohne Butter. Nidoran, ja. Gar nicht gesehen. Das Gute ist, Macho Man und Yugong bringen gute Erfahrungspunkte. Ja. Yeah. Das Problem wird nachher nur mit Dracarys. Okay, Yugong ist ein Eis-Pokémon. Ja, hat aber auch ein Lastwasser, glaube ich. Ja. Shit. Also kriegen wir Togetic auch auf 40. Alter, oh, das bringt auch sehr viele Erfahrungspunkte. Oder nur Scharnierer. Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Oh! Wir brauchen noch mehr. Gibt uns mehr. Noch eins! Geil! Ey, haben wir das so von vornherein gemacht, ey. Wir hatten jetzt noch Gino. Wir jetzt solche Erfahrungen machen uns nur stärker, okay? Verzweifelt. Ja, und Licht. Ich heil mal. Einfach nur, um sicher zu gehen. Ja, ist in Ordnung. Ukulele ist ja jetzt 40, oder? Ja. Das kann auch Dracarys ein bisschen kloppen, oder? Willst du schon wechseln? Ja. Das ist ein guter Balance. Immer einen Krokei wollte ich dann auch noch 40 hauen. Also, so schnell das hier gerade geht. Na, guck mal, wenn die ganze Zeit jetzt diese Voneras kommen. Ja. Oh Mann, ey. Es fühlt sich gerade wie. Wie der. Shame-Marsch. Ja, yeah, Walk of Shame. Das gab auch eine gute Erfahrungspunkte. Oh, Yugong, bin mal gespannt. Gut, dass es keine Wasserattacken hat. Ja. Ah, shit. Nichts gesagt. Okay. Kriegt er auch bald wieder ein Level? Mhm. Okay. Okay. Spezialangriff 104 ist echt gut. Mhm. Ah. Baby-Pokémon, ey. Ah, oh, okay. Macht es Sinn, dass wir Dracarys auf den EP-Teiler geben? Ihm den EP-Teiler? Ja. Bei der Geschwindigkeit, wie wir grinden? Ich weiß es nicht. Ich mach's einfach mal. Willst du ihm jetzt den EP-Teiler geben oder jemand anderen? Ihm, okay. Aber da muss ja jemand anderes vorne sein, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das was bringt. Gibt ein wenig mehr EP, schreibt der Chat. Okay. Ah, wir haben dem Holzkohle gegeben. Ja, tauschen wir das kurz aus. Okay. Die Attacken können wir auch umlegen. Hm? Attacken.
von der Platzierung. Sehr gut. Wird hier gerade im Chat geschaut. Boah, Alter. Wird. Ich weiß. Wird. Ich weiß. Okay. 40, mal Toggetick noch. Toggetick? Road to 40. Toggetick wird halt nicht so schnell sein wie die anderen beiden, weil es scheiß Attacken hat. Ja, wir müssen die ganze Zeit Fliegen und Sondersensor einsetzen. Fliegen ist gut gegen Flug-Pokémon, gegen Yugong werden wir ein bisschen Probleme haben. Wir sollten vielleicht dann austauschen. Das Vorspulen ist echt nervig, aber wir versuchen gerade schnell zu grinden. Sorry, Leute, da müssen wir jetzt durch. Okay. Das lange Grindfest würde euch auch nicht gefallen. Da hätte Sondersensor gut funktioniert. Ja. Und natürlich daneben. Das hilft. Ist nicht effektiv, oder? Ist eine Psychoattacke gegen Geist? Ja, aber was willst du sonst machen? Antike Kraft? Ja, ey, mir ist es gerade super unangenehm, dass wir hier so viel grinden müssen, aber ich glaube, es muss einfach gerade sein. Wäre Gino nicht draufgegangen, hätten wir das, glaube ich, auch nicht gemacht. Aber es ist okay, dass wir das machen. Es wird uns spätestens in der Siegestraße, wäre es uns auf die Schnauze, wären wir auf die Schnauze gefallen. Oh nein. Noch weiter. Das ist ein Balzer, den wir gerade abbekommen haben. Und dann setzt du Fliegen ein? Der kann uns nicht mehr angreifen. Okay. Siehst du, jetzt haben wir seinen Konter, seine Kette durchbrochen. Okay. Also so habe ich es zumindest verstanden. So funktioniert das? Na gut, ich nehme alles zurück. Hast gut gemacht. Wir brauchen dringend bessere Attacken für Krokei. Ja, heilen. So bringt es uns halt echt nichts. Jetzt kommt wieder so eine Vergeltungsscheiße oder was? Wir brechen das Let's Play heute ab, oder? Haben wir noch? 18. Oh Gott. Ich will gar nicht mehr weitermachen. Der Chat ist einfach nur gehässig. Ich mach ihn weg. Also mir ist gerade so alles egal. Ich sag, wir machen Sandra einfach mit zwei Pokémon fertig. Wir haben übrigens kein Fliegen mehr. Tote Pokémon können wir behalten. Wir dürfen sie nur nicht einsetzen. Kro
Puck, ey. Fast von Anfang an dabei gewesen, ne? Es kommt Pokémon Center, wir machen Sandra, ey. Ich scheiß auf die. Was, bist du wirklich? Ich bin gerade so. Wir haben zwei Pokémon. Das ist gerade ein Trotzmodus bei mir. Die halbwegs damit konkurrieren können. Wollen wir es machen? Welche Pokémon könnten uns eine Gefahr sein? Könnten für uns eine Gefahr sein? Ein Elektro-Pokémon. Naja, aber da haben wir Dracarys. Der kann das abfangen. Okay. Ein Eis-Pokémon. Ein Wasser-Pokémon. Nee, Eis-Pokémon ist feuerstark. Ein Wasser-Pokémon. Eis-Wasser-Pokémon? Aber Wasser-Pokémon. Wasser-Pokémon könnte das Okudil auffangen. Weißt du noch, wie wir das letzte Mal gegen ein Wasser-Pokémon gekämpft haben? Das war kein Wasser-Pokémon, das war ein Wasser-Boden-Pokémon. Okay. Und Okudil konnte das trotzdem auffangen. Nehmen wir jetzt Gyarados mit und geben ihm Fliegen. Ja, ich nehme erstmal den EP-Teil raus. Ja. Ey, schlimmste Folge, ey. Wir werden daraus stärker wieder rausgehen. Ich bin gerade mega schwach. Ich habe dich noch nie so wehmütig gesehen. Das macht mich gerade fertig. Weißt du, selbst der Kampf gegen Kai, da war ich derjenige, der sagte, ey, das kriegen wir noch hin. Aber hier ist gerade so der Punkt gekommen. Ich weiß nicht mehr, Elias. Ich weiß nicht mehr, ob es klappt. Vielen Dank, Krokei, für deinen Dienst. Aber das war's. So. I gave my love not for honor, but for you. Krokei. Dürfen sie züchten? Nein. Nein. Nehmen wir Gunnar mit? Ach, wir haben Gyarados schon dabei. Ja. Oder Pixie. Nehmen Gunnar mit. Ich würde auch Gunnar mitnehmen jetzt. Gunnar kann Donner. Dass alle fünf Attacken mal trifft. Der hat nur fünf Attacken. Ursaring, ja, ist auch ein guter. Ja, Ursaring. Call. Ja, komm, scheiß drauf. Ich hab jetzt irgendwie fühle ich Gunnar. Also trainieren wir jetzt wieder? Nein, wir gehen jetzt in die Arena. Ja. Wenn jetzt RIP ist, ist RIP, ganz im Ernst. Was sagt er? Sollen wir den Chat fragen? Der Chat wollte schon vor einer Viertelstunde, dass wir da hingehen. Aber ist das. Macht das Sinn mit zwei Pokémon? Die hat nur drei Pokémon, glaube ich. Oder vier. Extra Tobi sagt nein. Jetzt auf einmal ist er auf unserer Seite. Nicht machen. Arena. No. Liebe Regie. Kriegen wir ein Vote hin? Jetzt mal unten. Nee, Moment. Kein Vote. Moment. Wenn wir jetzt Dracarys und Okudil verlieren, können wir das Let's Play abbrechen. Nein, wir haben noch Chigi. Wir haben noch Shruggy. Aber dann werden die nächsten Sessions werden halt nur Grinding sein. Tja. Ich wollte ja, dass wir vor Weihnachten durch sind, aber wir wollen den Turbo-Modus. Training. Ich hab original keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin total überfordert. Ich finde es einfach nur noch anstrengend. Aber wir müssen uns beeilen, wir dürfen den Sendeplan nicht großartig verschieben. Ja. Gehen wir da rein oder nicht? Ja. Off-Cam Grinding Session, ja, das hättet ihr gern, ey. Mhm. Nee, das ist gerade nur die eine Person. Wir dürfen nicht im Plural reden bei vielen Leuten. Ja, das stimmt. Das ist gerade nur eine Person. Es sind gerade einzelne Personen, die wollen, dass wir da reingehen. Aber ich glaube, der Großteil möchte, dass wir trainieren. Ja, willst du ein Vote machen oder entscheiden wir das jetzt? Nein, das habe ich so entschieden aus dem Bauch heraus. Was? Komm, wir trainieren. Aber wen möchten wir trainieren? Wo ist die Dratini-Höhle? Wo ist die fucking Dratini-Höhle? Da können wir noch ein Pokémon fangen. Die Dratini-Höhle? Ich sehe hier die ganze Dratini-Höhle. Geht mal in die Dratini-Höhle? Ja. Die Drachenhöhle. Wo ist die Drachenhöhle? Die Dratini-Höhle. Hinter der Arena. Da müssen wir rüberschwimmen.
Gut, dass wir Garados eingepackt haben. Ja, da können wir noch ein Pokémon fangen. Holt euch Lugia. Nee, das ist noch zu stark. Wir haben einen Meisterball. Haben wir einen Meisterball? Nein. Sobald wir einen Meisterball haben, sofort zu Lugia. Den kriegen wir, glaube ich, nach dem, ja? Glaube ich. Der alte Mann steht da, der lässt uns nicht rein. Nee. Verdacht. Das hätten wir nicht fangen können. Wir haben nicht schon so schwache Pokémon. Das sind Feuer-Pokémon. Wir kommen in die Höhle nur mit dem Orden. Mhm. Alter, wie bist du überhaupt darüber gekommen? Hm? So. Also nicht. Ja, wen möchten wir jetzt trainieren? Wer soll strong werden? Naja, wer uns auf jeden Fall helfen könnte, wäre... Mirapla. Mirapla, da habe ich mittlerweile auch meine Zweifel, weil sie keine guten Attacken lernen kann. Und wir keine guten TMs haben. Okay, hier sagen einige Dean und das sagen einige Ursaring, also Doom. Ja, dann trainieren wir Dean. Okay, also... Jetzt wieder hohes Gras, oder was? Ja. Boah, meine Motivation ist echt... Wie fühlst du dich gerade? Fühlst du dich gerade Arena? Wenn du dich für Arena fühlst, ich unterstütze dich voll. Ich fühle mich nicht nach Arena. Ach, Gregor, nein. Jetzt nicht, Mann. Ist das Gregor Katsios? Oh ja, der Retro-Club kommt erst nach der Sendung, okay? Der kommt erst am Freitag. Heute ist nicht Freitag, heute ist Mittwoch. Ach, stimmt, ja. Das ist unser zweiter Sendeslot. Ja, yeah. Wenn wir Glück haben. Vielleicht sollen wir Florentin noch mal fragen. Ey, hast du Lust auszusetzen, damit wir Pokémon grinden können? Nein. Gib mir den EP-Teiler noch, oder? Also... Das hat echt wehgetan. Das hat richtig wehgetan heute. I don't feel so good. Oh, jetzt freuen sich die Backseat-Gamer alle. Oh Gott. Moment, wie können wir nicht einfach Kopf zu, weil der ist genauso stark wie der Rest hier. Scheiße, ja. Wir müssen eigentlich immer wechseln. Ja, gut, mach. Wer hat eigentlich jetzt den EP-Teiler? Der Drache. Dean? Okay, ist klar. Boah, 307, ey. Ist nichts. Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert heute. Das ist gerade die schlimmste Folge für mich. Also nach der Damioplex. Das Problem ist, bei Damioplex, da hatte man noch das Gefühl, okay, man kann es noch rumreißen. Alles steht uns noch offen. Ja. Aber wenn dir sowas kurz vor Ende passiert, dann zweifelst du schon so ein bisschen an allem. Und das macht's gerade sehr... Dieses Wechseln raubt nur Zeit. Sehe ich auch so. Deswegen vielleicht ein EP-Teiler auf Dean und dann die ganze Zeit jetzt Ukudil oder Dings vorne lassen. Und die Feuerkohle oder das Feuerholz dann wieder unserem Dracarys geben. Ja. Also was meinst du jetzt? Dean bekommt den EP-Teiler. Hat er schon. Okay. Dann die ganze Zeit ein starkes Pokémon vorne lassen und kämpfen lassen. Okay. Ukudil zum Beispiel. Ukudil ist irgendwie... Kann recht gut gegen alle. Es beginnt. Es hört auf. Nein!
Ja, liebe Pokémon Nuzlocke-Fans, wir haben Gino Plus im Kampf gegen Trainer in der Arena von Ebenholz City verloren. Daraufhin sind wir trainieren gegangen, um stärker zu werden, und haben unser Togetic verloren. Wir sind jetzt an dem Zeitpunkt, wo wir stärker werden wollen, um die Arenaleiterin Sandra zu besiegen. Ist das jetzt die Pressekonferenz oder was? Ja. Ich fühle mich schlecht. Ilias fühlt sich auch schlecht, aber wir müssen jetzt trainieren, sonst wird das nichts. Es tut mir leid, aber so bleibt mehr Nuzlocke-Content für euch. Wie ihr es haben wolltet. Vielen lieben Dank. Gott schütze Pokémon Nuzlocke. Geh zur Route 27, was ist denn da? Ich check mal die Route ab. Kanto. Ah, zwischen Route 7 von Neuborgia, da können wir rüber surfen. Gibt's da stärkere Trainer? Können wir mal ausprobieren, oder? Spricht ja nichts gegen. Ja, dann lass das mir eben machen. Und in Neuborgia können wir dann noch die Pokémon heilen lassen bei beim guten Lin. Wir müssen erst jemandem Fliegen beibringen. Oh nein! Kann Garados fliegen? Nee. Garados ist ein Flug-Pokémon. Ich glaube nicht, dass es fliegen kann. Nein. Ja, dann müssen wir zurück. Scheiße, müssen wir wieder hoch? Oder wir laufen jetzt einfach unten durch. Ja. Geht ja nicht anders. Boah, ist das nervig, kein Flug-Pokémon dabei zu haben. Ey, ich würde sagen, Togetic behalten wir jetzt im Team als unser Taxi. Es ist ein totes Flugtaxi. Naja, wir können halt auch Taubos nehmen. Aha. Und Taubos könnten wir halt zur Not auch im Kampf einsetzen. Hm. Also anstatt jetzt irgendwie einen Slot zu verschwenden. Ja. Ja, das ist ein Flug-Pokémon, aber kann nicht fliegen. Größte Verarsche überhaupt. Ist ein Drache, aber kein Drachen-Pokémon. Kann fliegen, aber nicht fliegen. Ach man, ey, das macht mich voll traurig gerade. Ist einfach nur traurig. Taubos hat eh bessere Werte als Togetic. Okay. Das freut mich zu hören. Überleg mal, wenn wir jetzt in der neuen Route wieder so einen kleinen Gino sehen. Gino kommt mir nicht mehr ins Team. I'm sorry. Ich liebe ihn, aber nein. Am Ende ist die Enttäuschung einfach zu groß. Ja. Glut. Cool. Komm. Dean wird unser Mann. Dean ist der neue Gino. Glaubst du, Dean ist der Auserwählte? Chosen One. Wir hätten ihn einfach Chosen nennen sollen. Ist er der Chosen One? Ja. Er ist Neo. Ich bin einfach nur deprimiert. Kann nicht mehr. Was? Wo kommt der noch einmal her? Keine Ahnung. Fünf Pokémon. Puh, Level 13. Mach Sternschauer. Aber ich versuche jetzt mal positiv zu sehen. Stalos. Feuer, gut. Da ist Feuer drin.
Ah ja, Glut. Ein totes Pokémon bedeutet halt immer Platz für jemand Neuen. Und vielleicht sind die Newcomer gar nicht so schlecht. Es braucht wieder ein bisschen Zeit, das ist das Nervige. Ja. Es tut einfach weh. Ja. Es tut wirklich einfach nur weh. Hey. Ja. Wie kann man nur so herzlos sein, Wirt? Warum bin ich herzlos? Wirt versucht, seine Trauer zu verarbeiten. Er schreiben da einige, Krokei war unnötig, Gino war unvermeidbar? Was? Wirt liest nur die falschen Comments. Ah ja. Das kann natürlich auch sein. Wirt hätte eingreifen können. Wirt, hör auf, den Chat zu lesen. Der macht mich nur die Brille. Verbrenn das Sonnenkern. Brennt sie alle. Burn them all. Oh, wir sind ja schon am Ende. Oh, ja. Mann, ey. Ich find's ganz gut, dass wir am Freitag keinen Slot haben. Wieso? Ich glaube, wir müssen das einfach mal verarbeiten, kurz, was heute passiert ist. Ein Tag reicht zum Verarbeiten. Wir würden für den Erfolg sogar Ilias opfern. Nein, das wollen wir doch nicht so sagen, ne? Ja. Nein, das will ich nicht machen. Mhm. Niemals. Du weißt, ich fördere deinen Erfolg gerne. Mhm. Ach Gott. Den Zerschneider doch einfach. Haben wir einen Zerschneider? Haben wir Radikal dabei? Ja, Gunnar, du. Die Ratte. Die Ratte. Am Ende bleibt uns immer noch die Ratte. Ist. Ja. Nee, machen wir den Kampf hier noch und dann verschwinden wir erstmal für eine Woche. Wir verschwinden in den Untergrund. Ja. Wir müssen nochmal darüber nachdenken, was wir heute gemacht haben. Fahren ins Exil. Und nach Dagobah, ich muss. Alter. Ach komm, Nilias. Egal, komm. Ja, Abmord. Ja, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Schreibt den. Ich kann das irgendwie gerade. Wirt, ey. Pass auf. Wir machen es kurz und schmerzlos. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden wiederkommen. Wir werden wiederkommen. Ich hoffe, ihr unterstützt uns dabei, wenn ihr das als VOD guckt. Gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, muntert Wirt wieder auf. Ey, klopft uns digital auf den Rücken, das brauchen wir gerade. Also bitte nicht so alles reinbashen, das ist gerade so. Jetzt geht's weiter mit tollem, crazy Programm. Um 20 Uhr heute auch, glaube ich, NDA wieder am Start. Genau. Und wenn ihr schon dabei seid, geht auf rocketbeans.tv/supportersclub. Da könnt ihr uns wirklich supporten und gewährleisten, dass wir zukünftig auch weiterhin so einen Quatsch machen können. Vielen Dank an dieser Stelle, nicht nur fürs Zuschauen, sondern generell so bisher fürs Dabeisein. Viel Spaß mit dem heutigen Content und wir sehen uns sehr, sehr bald wieder hier bei Pokémon Nuzlocke. Tschüss.